So, einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zum heutigen Thinktecture Webinar. Ich bin Marco, euer Host, und bei mir ist heute Yannick. Hallo Yannick. Hallo Marco. Wie ihr unten vielleicht am Bildschirmrand seht, soll es heute um NGRX Store gehen, also das Store-Pattern unter Angular. Und das ist eine der häufigsten Fragen, die wir in unserer Beratungstätigkeit bekommen. Sollte ich für meine Angular-App NGRX Store einsetzen? Weil da könnte das ganze Team einfach alles in diesen Store reinkippen. Alles wird ganz einfach. Jeder findet alles, was er braucht. Das klingt nach einer tollen Idee. Und dann ist es immer die Frage, ist es am Ende wirklich eine tolle Idee? Wo lauern da eigentlich die Fallstricke? Warum kommt Angular nicht mit dem Store-Pattern, wenn es doch so toll ist? Was ist der Unterschied zum Standardweg und wie funktioniert das am Ende alles? Und dafür habe ich heute den Yannick dabei, denn Yannick ist bei uns bei Thinktecture der Store-Spezialist schlechthin, auch der RX-Spezialist, beides geht ja Hand in Hand. Und ist deswegen genau der Richtige, um heute diese Fragen zu beantworten. Schreibt gerne mal im Chat, so wie es die Ersten schon tun, von wo aus ihr uns zugeschaltet seid. Und kleiner Hinweis für die, die Wiederholungstäter sind und schon mal zugeschaut haben. Normalerweise gehen unsere Webinare 60 Minuten, aber das Store-Pattern ist so umfangreich, dass das nicht in 60 Minuten passt. Deswegen machen wir heute 90 Minuten. Und in diesen 90 Minuten werdet ihr jede Menge sehen auf Slides in Form von Samples und so weiter, damit ihr da einen kompletten Überblick bekommt. Es geht nicht darum, dass ihr danach Store-Pattern programmieren könnt, sondern es soll euch einen Überblick verschaffen, was es leistet und was ihr damit tun könnt. Kurz noch als Intro von meiner Seite, schreibt bitte später Fragen in den Q&A-Tab, das ist rechts oben neben dem Chat, weil es hat den Vorteil, dann könnt ihr die Fragen der anderen Teilnehmer sehen und könnt die voten und damit ergibt sich eine Rangfolge am Ende des Webinars. Das heißt, wenn wir nach 90 Minuten noch so ein Q&A-Teil machen, wo wir die drängendsten Fragen beantworten wollen, sehen wir dann sofort, welche Frage ist für euch am interessantesten. Der Teil hinten mit dem Q&A ist quasi optional, also ihr müsst da nicht dabei bleiben. Wir zeichnen das sowieso für euch auf, das ist ja die häufigste Frage. Ihr bekommt in ein paar Tagen, wenn das Video dann sinnvoll geschnitten ist, eine schöne Intro hat mit einer Musik, bekommt den Link zu dem Video, ihr bekommt den Code, ihr bekommt die Slides. Das heißt, ihr werdet nichts verpassen, ihr müsst auch nicht mitschreiben. Und wenn ihr das dann später sehen wollt, dann könnt ihr auf thinktecture.com unter Webinare klicken und findet dann dort alles, was ihr zu dem Thema sehen müsst, nochmal schön als Artikel aufbereitet. Von dort aus auch der Link zum Repository, damit ihr es dann nachspielen könnt, was der Yannick dann im Schnelldurchlauf für euch präsentiert hat. Und ganz am Ende vom Webinar, wenn ich das offiziell beende, kommt eine kurze Umfrage. Da wäre ich euch sehr verbunden, wenn ihr kurzes Feedback gebt, wie es euch gefallen hat, ob die Länge gepasst hat, ob es zu schnell, zu langsam war. Könnt auch ein paar Anmerkungen reinschreiben. Schreibt da gerne rein, welche Themen euch täglich im Bereich Angular, im Bereich .NET bewegen, wo ihr gerne mal ein Webinar von uns zu sehen wollen würdet. Dann haben wir die Möglichkeit, auf solche Wünsche einzugehen. Falls ihr ein bisschen früher raus müsst und sagt, wann kommt jetzt endlich die Umfrage, ich will noch was loswerden, könnt ihr oben rechts auf diese drei Punkte klicken und auf Exit Webinar dann klicken, statt einfach nur den Tab zu schließen. Dann kommt ihr sofort in die Umfrage und könnt auch euer Feedback hinterlassen, auch wenn es nicht offiziell schon beendet ist. Das war es dann schon von meiner Seite, was ihr wissen müsst, dass ihr das alles bedienen könnt. Wie der Chat zeigt, seid ihr alle Profis, schreibt schon fleißig. Insofern sollte das passen. Und dann würde ich sagen, Yannick, erzähl uns, was das mit diesem geheimnisvollen Store-Pattern auf sich hat. Viel Spaß. Ja, danke für die Intro und danke schon mal für alle, die gekommen sind. Freut mich immer, dass das jemand hören möchte, was ich erzähle. Und ja, wir haben auch nicht viel Zeit. Bevor es losgeht, möchte ich allerdings noch einfach kurz zwei Worte loswerden, worum es hier heute geht. Da wir ja alle sehr capable Software Engineers sind, brauche ich wahrscheinlich nicht euch jede Zeile Code zu zeigen, wie man den Store aufsetzt, weil ich glaube, durch die Docs könnt ihr alle einmal durchgehen. Worum es mir heute bei dem Ganzen geht, ist, dass dieses ganze Store-Thema ein relativ großes Thema ist in der reaktiven Applikationsentwicklung.
Und als ich damit angefangen habe oder was ich halt auch öfter sehe in verschiedenen Codebases, ist, dass so ein bisschen Verwirrung herrscht, was man denn so alles tun kann, dass das Ganze auch sauber bleibt und sich als gutes Architekturpattern rausstellt und nicht eher als etwas, das sehr painful ist. Das heißt, ich versuche heute eine Balance zu finden zwischen, ich zeige euch ein bisschen Code, ja, wir schreiben ein paar Sachen zusammen, aber ein Großteil dieser der Veranstaltung hier wird halt darüber gehen, ich versuche euch so ein paar Informationen zu geben, so was solltet ihr tun, was solltet ihr versuchen zu vermeiden, eher der Teil, um so ein paar Fragen rauszunehmen, dass wenn ihr damit loslegt, euch vielleicht daran erinnern könnt, sagen könnt, ah, das sollte ich vielleicht vermeiden, sonst mache ich mir das Leben schwer. Weil wie mit jeder Technologie kann man sich halt mit dem Store das Leben entweder einfach machen und wenn man das raus hat, dann ist es wundervoll, wie AXJS auch. Aber wenn man sich vielleicht die falschen Fragen stellt oder einfach drauf losläuft, kann es passieren, dass man sich das Leben schwerer macht und sich dann danach fragt, was soll die Scheiße überhaupt? So, um dem vorzubeugen, versuche ich heute quasi viel zu reden, wenig Code, viel Illustration, aber wir sehen mal, wie es läuft. So, wir haben keine Zeit, 90 Minuten, let's go. Pflicht ist natürlich immer eine kleine Einführung, kleine Motivation. Ja, wir haben, ich hoffe, dass viele von euch die AXJS Talks gesehen haben. Ihr könnt ja mal kurz was im Chat schreiben, falls ihr die AXJS Sessions von mir gesehen habt oder viel mit AXJS macht. Aber die Motivation ist relativ simpel. Wir schreiben reaktive Applikationen. Unsere Applikationen reagieren auf verschiedene Dinge. Vorher haben wir uns sehr viel damit beschäftigt, mit der User-Interaktion, sprich, der User klickt irgendwo, er hovert, er schreibt irgendwo was hin, darauf müssen wir reagieren oder wollen reagieren, zum Beispiel eine Liste filtern, irgendwas anzeigen, so ein Ding, das auf und zu klappt, wunderbar. Also wir reagieren auf Interaktionen quasi. So, wir können auch reagieren auf oder wollen reagieren auf so Daten-Updates. Ja, wir schicken HTTP-Requests raus, HTTP-Antwort kommt zurück. Das dauert ja eine gewisse Zeit. Ist alles so ein bisschen asynchron. Oder wenn Daten über Websockets reinkommen, wollen wir darauf reagieren. Cool. Das haben wir relativ gut behandelt, hoffe ich, in den bisherigen Webinaren. Wer noch keine AXJS-Sachen gesehen hat von mir, dem würde ich natürlich empfehlen, guckt euch mal die Webseite an für die AXJS-Webinare. Marco postet das Ganze gerade sehr schön. Oder wenn ihr Probleme habt mit AXJS, dahin. Heute wird der Fokus nicht auf AXJS sein, sondern heute geht es um den State. Und die Frage ist, was ist überhaupt der State? Was machen wir damit? Und wir wollen prinzipiell auch natürlich auf State Changes reagieren. Ja? Stellt euch vor, der eingeloggte User ändert sich oder soll jetzt diese Komponente, soll die aufgeklappt oder zugeklappt sein? Ja, kann ich ja von irgendwo das Ganze steuern. Oder wenn sich, was weiß ich, die Spracheauswahl, die Wahl der aktuellen App-Sprache ändert oder so. Das ist alles prinzipiell State und wir wollen auch darauf reagieren. Und je weiter man in dieser ganzen Reaktivitätsgeschichte geht und seine Applikation wirklich mit den Tools, die wir kriegen, auf Reaktivität auslegt, das Ganze reaktiv entwickelt, kommt man irgendwann wahrscheinlich an den Punkt, dass man sowas wie einen Store schon so ein bisschen selbst entwickelt hat. Und bevor wir uns das Ganze mal in Code angucken, ja, möchte ich nochmal zeigen, worum geht es überhaupt bei dem ganzen State-Thema. Und wir haben hier eine Applikation, ja, ich habe mal den Steam-Shop aufgemacht. Ich hoffe, dass die Leute das vielleicht kennen oder nicht kennen, ist ja auch egal. Eine Webseite, die von Valve ist und die sollte entsprechend gut funktionieren, würde man meinen. Ja. Und was sehen wir hier auf dieser Seite an State? Das Erste, was gerne vernachlässigt wird, ist, wenn wir eine Single-Page-Application haben, was in dem Fall nicht der Fall ist, Steam ist keine, aber in unserem Fall ist, für Angular-Entwickler, ist der State, in dem sich unser Router befindet, auch recht interessant. Wir müssen wissen, auf welcher Route sind wir. Angular muss wissen, welche Komponente soll sie anzeigen. Was ist, wenn sich Routenparameter ändern? Das ist eine Art von State, mit dem wir uns beschäftigen müssen oder auf den wir reagieren wollen. Dann haben wir noch sowas wie Application-weiter State, ja, der für die ganze Applikation relevant ist. In dem Fall hier von Steam sieht man oben rechts zum Beispiel, dass ich eingeloggt bin mit meinem User, ich habe 6 Nachrichten und ich habe Items auf meiner Wishlist. Das ist eine Information, die wird die ganze Zeit oben in dem Header angezeigt. Also ist das wie so App-globaler State. Ich muss ja auch überall wissen, in der ganzen App, bin ich denn jetzt eingeloggt oder soll ich lieber einen Login-Button anzeigen oder vielleicht gibt es Sachen in der UI, die ich ausblenden möchte, wenn ich nicht eingeloggt bin. Ja? Und dann haben wir aber noch so eine Art lokalen State, so Component State nenne ich das gern. Und da wäre zum Beispiel im Falle von Steam,
haben wir zum Beispiel hier diese Video-Playback oder diese Videogalerie-Komponente. Ja, die muss wissen, welches Item ist gerade aktiv? Ist das Video am Spielen? Welche Metadaten gibt es für das Spiel? Das Logo hier, die Beschreibung. All das ist State, der ist jetzt lokal auf diese Komponente. Der Rest der Applikation interessiert sich quasi nicht dafür. Zum Beispiel, was ich die Library-Seite, die interessiert sich nicht dafür, ob jetzt hier die Beschreibung vom Realm of the Mad God drinsteckt oder nicht. Ja, das heißt, dieser State, den wir hier sehen, diese Beschreibungsseite, ist alles sehr lokal für diese eine View. So, und prinzipiell haben wir also diese drei Arten von State und oftmals haben wir Probleme, State korrekt zu handeln. Und damit das was ist, was nicht nur euch beschäftigt, ja, sondern auch offensichtlich die großen Entwickler von Valve, funktioniert das Ganze so. Ich sehe hier, ich habe vier Items auf meiner Wishlist. Wenn ich hier auf Add to Wishlist drücke, würde man ja eigentlich erwarten, jetzt sieht man, das Item ist auf meiner Wishlist. Hier oben steht allerdings immer noch vier. Das heißt, in dem Fall dieser Riesenapplikation von diesem wahrscheinlich sehr, sehr reichen Unternehmen passiert es ebenfalls, dass State unter Umständen falsch gehandelt wird. Ich kann den Haken auch wieder wegmachen und wir sehen hier oben an der 4, ich weiß gar nicht, ob man es so gut sieht, die bewegt sich kein Stück. Ja? Hier unten funktioniert das wunderbar, weil darauf wird reagiert. Hier oben, dass sich jetzt meine Wishlist geändert hat, wird zum Beispiel gar nicht reagiert. Und das wäre doch cool, wenn es einen Weg gäbe, dafür zu sorgen, dass sowas immer korrekt ist. Und das sind dann die Dinge, wo dann der Nginx Store scheint oder generell das Store-Pattern. In unserem Fall arbeiten wir wahrscheinlich mit Nginx Store oder anderen Implementationen. Wir kümmern uns heute halt um den Nginx Store. Aber wenn das Konzept klar ist, dann könnt ihr wahrscheinlich auch andere Store-Implementierungen verwenden, die vielleicht einen anderen Fokus haben oder versuchen, ein bisschen Boilerplate zu entfernen. Ja, also wir sehen, dass State-Handling gar nicht so einfach ist, wenn das Probleme macht. So, an dieser Stelle habe ich ja eben schon so ein bisschen erzählt, wenn man seine Applikation reaktiv baut, also auf dem ganzen reaktiven Konzept, und es machen, je weiter man in seiner Angular-Reise voranschreitet, desto weiter bewegt man sich dahin. Das war eine natürliche Bewegung, die sich bei uns genauso ergeben hat, dass man versucht, seine Applikation eher reaktiver zu gestalten und Dinge zu verdrahten in AXJS. Und je weiter man kommt, desto wie mehr man das macht und sich weiterentwickelt und verschiedene Talks hört, auch von vom Angular-Team, bewegt man sich so ein bisschen in die Richtung. Und wenn man an dem Punkt angekommen ist, dann sieht man gewisse Dinge immer öfter. Zum Beispiel habt ihr bestimmt schon mal gehört von der Async-Pipe, ja? Überall, wenn ihr AXJS macht, überall subscribe, 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 ist sehr painful. Ich persönlich versuche sehr wenig zu subscriben und eher mit der Async-Pipe für mich zu subscriben, weil wenn ich dann eine View zerstöre, wird halt die Async-Pipe zerstört und die unsubscribe für mich. Das heißt, ich muss dieses Subscription-Handling nicht machen. Dann gibt es noch so ein paar andere Tricks, wie zum Beispiel das Subject in a Service Pattern. Ich habe Subject, das habe ich bestimmt auch erwähnt im AXJS-Webinar. Ich habe so ein Service, da steckt ein Subject drin, das hält dann den State für mich und ich kann quasi diese State Changes auslesen und drauf reagieren. Ja? Andere Dinge, die man dort so macht, ist Streams kombinieren, dass man ein View Model kriegt. Ja, ich habe so einen Produktstream. Ja, da kommt mein Produkt raus, das selektiert, aber ich habe eine Liste von Produkten und einen Filter. Und dann muss aber, dass die Produkte, die da rauskommen, noch gematcht werden mit ihrer Detailbeschreibung der Kategorie oder sowas. Ja, da habe ich drei Streams, die packe ich zusammen. Am Ende kommt nur das raus, was für meine View interessant ist. Und solche Dinge, ja. Und des Weiteren die On-Push-Change-Detection. Ich mache nichts mehr ohne On-Push, weil Performance ist toll, Immutability ist toll. Übrigens, dafür gibt es einen tollen, zu dem Thema gibt es einen tollen Talk von Chris Liebel, der auch gerade so halbwegs zuhört, glaube ich. Und zwar Angular, zünden Sie den Turbo oder sowas. Sehr geiler Talk, würde ich empfehlen, gucke ich immer wieder gerne und erklärt auch so ein bisschen, was hinter dieser On-Push-Change-Detection steht und warum Immutability geil ist und uns vor Fehlern bewahrt. All das wird gemacht. In dem Fall On-Push-Change-Detection Immutability sind halt Performance-Boost und vermeidet Seiteneffekte. Will ich nicht zu tief drauf eingehen. Auf jeden Fall, das ist quasi, sagen wir mal, Advanced Reactive Angular. Und der Punkt ist, übrigens, diese ganzen Shields, die ich gerade mache, sind nicht mal geplant, aber Marco macht das super, direkt die Links zu providen. Auf jeden Fall, wenn man quasi an dem Punkt ist, dann
stellt sich unter Umständen auch die Frage nach dem State Management. Und wenn man den ganzen reaktiven Kram macht, ist dieser Übergang in diesen Store relativ natürlich. Man weiß, was man will davon und was man braucht. Aber oftmals ist es der Fall, dass irgendwo gehört wird, hey, Store ist der neue geile Scheiß, wir machen das und wir machen das und verstehen nicht ganz, warum wir das überhaupt machen. Das heißt, für all diejenigen, die diesen natürlichen Weg noch nicht gegangen sind, versuche ich heute eben so ein bisschen Licht darauf zu scheinen, warum das cool ist und welche Probleme es uns überhaupt löst. Für alle die, die diesen Weg schon gegangen sind, für die wird halt dieser Übergang vielleicht und auch von der Denkweise her ein bisschen leichter fallen. Das heißt, einfach dranbleiben, Store ist cool und ich hoffe, ich kann erklären, so gut wie es geht. Und wenn Fragen sind, einfach in den Chat und ich versuche alles so gut und zeitnah zu beantworten, wie ich kann. So, warum brauchen wir diesen NGINX Store? Naja, wie schon gesagt, wir haben Application State, ja, der für die ganze Applikation wichtig ist. Und wir möchten den handeln, wie zum Beispiel so eine Wishlist wollen wir handeln, dass wir halt immer die richtige Anzahl da oben drin stehen haben. Und da kann man das Ganze selber schreiben, wie gesagt, mit so einem Subject in a Service. Aber wäre es nicht cool, wenn wir quasi so ein System schon für uns hätten, wenn jemand diese ganze Arbeit für uns schon gemacht hat und wir dieses Framework quasi noch benutzen müssten? Und das ist quasi der NGINX Store. Das heißt, ich muss nicht immer selber dieses Zeug nochmal schreiben, sondern ich kriege quasi eine Library, die mir so einen standardisierten Weg gibt, damit mit diesem Store-Pattern zu interagieren. Und des Weiteren, wenn ich diesen Store einsetze, dann hat das auch so ein bisschen den Vorteil, dass die Idee ist, dass meine Komponenten sehr clean sind. Wenn ich meine Komponenten angucke, da ist keine Logik mehr drin, da sind keine fünf Subscribes mehr drin, irgendwie genestet und zusammenpacken und sonst irgendwas. Das passiert alles in Selektoren. Meine Komponenten sind wirklich nur noch, hier ist eine Funktion, zum Beispiel On-Button-Click, und dann schickt das Ding eine Action raus. Ein Einzeiler. Überall sind, oder vielleicht so ein bisschen Logik. Wenn so, dann die Action, wenn so, dann die Action, was auch immer. Meine Komponenten sind sehr, sehr clean. Das hilft auch sehr beim Schreiben im Team. Ja, wenn ihr zum Beispiel einen Senior habt, der die ganze Store-Geschichte für euch aufsetzt, dann ist es sehr simpel für den Junior nachher dafür, nur noch kleine Methoden, kleine Komponenten zu schreiben, die nur Actions durch die Gegend schicken. Und er weiß automatisch, alles, was da rauskommt aus dem Store, ist schon korrekt für mich. Und ich muss mir gar keine Gedanken über machen, wie, ah, wenn jetzt jemand da klickt, aber ich so viele Items drin habe, dann muss das Ding so und so aussehen. Ansonsten muss es so und so aussehen. Der ganze Kram. Können wir komplett vergessen. Ich brauche nur noch diese Komponente schreiben, ein paar Actions, Selektoren, fertig. Klingt ganz gut. Das Ganze basiert ein bisschen auf dem Single Responsibility Principle, das ihr sowieso feiern solltet. Sprich, diese ganzen Teile in NGRX sind halt so gemacht, dass sie eine Verantwortung haben. Ja, nicht mehrere. Es gibt keine eierlegende Wollmilchsau hier. Wenn ihr also eine Applikation habt, bei der es sehr viel um State Management geht, sagen wir mal, ihr habt irgendwas, wovon verschiedenen Datenquellen Informationen reinfließen, die ihr irgendwie die ganze Zeit handeln wollt und wissen wollt, dass sie da sind, dass ich mehrere News-Ticker oder so ein Kram, wenn ihr einen Chat habt oder sowas, also irgendwas, wo eure ganze Applikation nur von State lebt, ist schon mal NGINX Store ein sehr guter Fit. Generell ist es aber so, dass wahrscheinlich, es ist sehr unwahrscheinlich, dass wir, die hier sitzen, eine sehr kleine Applikation haben, in dem es um sehr wenig State Management geht. Das heißt, man kann sich den Store unter Umständen mal ansehen. Wie gesagt, das Coole ist auch, wir müssen uns weniger Gedanken über Abstraktion machen, weil zum Beispiel, wo die Daten herkommen, abstrahiert mehr oder weniger der Store schon von und für uns. Ja, das heißt, ob das Ding über WebSockets reinkommt, HTTP-Requests die Daten oder ob ich irgendwo auf den Button-Klick drücke, ist mir egal, am Ende kommt aus dem Store das Zeug raus, was ich nachher vorne sehen will. Und nicht sowas, ich habe nicht in meiner View, ah, ich nehme mir das WebSocket, den HTTP-Request und den Button-Click und packe das alles zusammen und dann kommt da was oder es kommt nichts und unter der Bedingung nehme ich das, unter der Bedingung nehme ich das. Egal, ich will an meiner Komponente nur noch sehen, gib mir den eingeloggten User. Mir scheißegal, wo der herkommt. Gib mir die Wishlist. Scheißegal, wo das herkommt. Ich will nachher nur noch das, was mich interessiert. Das hält die Komponenten clean, das macht es schön, nice, lesbar. Der letzte Punkt ist dieses Time Travel Debugging. Ganz ehrlich, cooles Feature. Ich persönlich, es ist eine coole Demo, aber ganz ehrlich, dieses Time Travel Debugging hat für mich bisher noch nicht wirklich den Spot getroffen. Aber wenn ihr eine größere Stateful-Applikation habt, dann könnt ihr zum Beispiel, da diese ganzen Actions für euch recorded werden, könnt ihr quasi, wenn ihr euch in so eine Situation bewegt, die einen Fehler erzeugt, könnt ihr dieses Playback jemandem, dieses Recording quasi jemandem schicken, der kann das bei sich abspielen, dann landet der mehr oder weniger in demselben State und kann vielleicht debuggen, weil er so ein paar Aktionen wieder rückgängig machen kann. Allerdings
habe ich das bisher noch nicht gesehen, dass es so unglaublich hilfreich war, aber vielleicht your mileage may vary oder so, ne? Von daher ist das für mich jetzt nicht das Totschlag-Feature, dieses Time-Travel-Debugging. So, jetzt Code. Und zwar, ich habe mir eine Applikation ausgedacht, die habe ich noch ein bisschen vereinfacht. Die war im ersten Fall etwas komplizierter, aber vielleicht, je nachdem, kommt ja noch ein Teil vom Webinar oder so. Und in dieser Applikation haben wir prinzipiell dasselbe, was wir vorher schon gesehen haben. Ja, ich habe hier oben mein Router-State, ich habe meine Favoritenliste. Ah, ich hätte den Screenshot mal updaten sollen, vielleicht gerade, aber ich habe links so eine Favoritenliste, die ganze Zeit sichtbar ist. Ja, stellt euch vor, ihr habt so eine Applikation, wo eine Sidebar drin ist, wie zum Beispiel eben bei diesem Wishlisting, und da soll die ganze Zeit drin stehen, was meine Favoriten sind. Und ich habe so Component State, wo ich halt zum Beispiel die Liste der Audios und so Kram drin habe. Ja, diese Applikation habe ich hier schon mal für euch angeworfen. Ich habe hier meine Favoriten, ich habe hier das Audio, und jetzt ist es natürlich voll cool. Ich kann hier hingehen und sagen, ich mache hier noch einen Favorit hinzu, nehme ihn weg. Wir sehen, das taucht hier links auf. Ich kann das hier links rauswischen. Wir sehen, dass das Herz hier weggeht. Wunderbar. Das soll die Applikation sein. Ist so ein bisschen angelehnt an den Steam Store. Das hier könnte meine Wishlist sein. Und wir sehen, es funktioniert. Ja, ich kann das hier rauslöschen, diese Herzen verschwinden. Und wunderbar. Das ist die Idee. Und das Coole an dem Ganzen ist, wenn man das Ganze richtig aufsetzt, was wir jetzt machen, Stück für Stück zusammen, dann sieht man, dass im Endeffekt dort auf dem Level der Komponente muss ich mir gar nicht mehr allzu viel Gedanken machen. Und das Ganze funktioniert out of the box. Und das ist für mich persönlich immer der schönste Teil in diesem ganzen AX.js und Store-Teil. Ich mache mir Gedanken über, wie die Daten fließen. Ich kann das genau festschreiben, wie die Daten fließen sollen, und kann mich dann darauf verlassen, dass am Ende genau das rauskommt, was ich will. Und es ist immer korrekt. Und das ist so der Kicker eigentlich, warum man das ganze reaktive Zeug überhaupt macht. Und ich hoffe, dass ich da noch mehrere coole Beispiele machen kann, die mir jeden Tag so begegnen, wo ich AX.js einsetze, wo eben solche, wie soll ich sagen, solche komplizierten, eventbasierten Probleme total einfach lösbar sind mit den ganzen Operatoren, die es Nginx, die uns AX.js bietet. Aber Kannst du das Coole kurz auch noch ist, zeigen, wie du ein Audio dazufügst, dass man das auch einmal in der Demo gesehen hat, bevor du Ich habe implementierst? tatsächlich das nicht vorgesehen, Audios Ah ja. hinzuzufügen. Es wäre allerdings gar kein Problem, dort einen Button hinzumachen, aber dafür haben wir jetzt keine Zeit. Vielleicht, wenn wir am Ende Zeit haben, mache ich noch einen Button dazu, der schnell ein Audio hinzufügt. Genau. Also, und zwar seht ihr dann auch, dass es nachher gar kein Problem ist. Wo war ich stehen geblieben? Genau. Für alle, die AX.js so ein bisschen hassen, warum auch immer, weil es ein geiler Shit, ja, guckt euch das Webinar an, falls ihr hasst, aber ihr werdet, wenn ihr den Engine, den Store richtig einsetzt, werdet ihr relativ wenig Berührung mit AX.js haben. Und ich hoffe, dass wir das dann auch gleich so ein bisschen sehen. So, jetzt kurzer Schluck Wasser, Verschnaufpause, und dann geht's los und es wird immer schneller. Die Konzepte hinter dem NGIX Store. Ich denke, ein paar werdet ihr schon mal irgendwie gehört oder werden euch schon begegnet sein. Prinzipiell gibt es vier Konzepte in so einem Store. Es gibt halt einmal den State bzw. den Store selbst, sprich der Inhalt, der da so drin steckt und wie er da drin steckt. Dann haben wir Selektoren, die dazu da sind, um aus dem State was rauszulesen, mehr oder weniger. Ja, also ich selektiere quasi aus diesem Gesamtteil von State, nehme ich mir so einen kleinen Slice, der mich interessiert. Sprich, ich selekte von dieser Gesamtmenge den Teil, der mich interessiert. Ähnlich, was ich wie bei GraphQL, wenn ihr queried, was genau ihr haben wollt. Ja, ist ähnlich. Oder bei MySQL, wenn ihr sagt, welche Spalteninformationen ihr haben wollt. Sowas. Deswegen Selektoren. Dann gibt's Actions. Was ich mit Actions tue, ist, die schicke ich quasi in mein System rein, ja, und sage, ich möchte, dass jetzt was passiert. Zum Beispiel füge ein neues Audio hinzu. Wäre passende Action. Oder lösche ein Audio. Und dann haben wir den Reducer. Und was der Reducer macht, der reagiert auf diese Actions und modifiziert dann den State. Und das Ganze gucken wir uns jetzt nochmal im Detail an. Dieser ganze Kreislauf sieht nämlich genauso aus, wie ich es gerade mehr oder weniger beschrieben habe. Das Ding ist, bei so einem Kreislauf ist es immer schwer, wo fängt man an, sowas zu erklären, ja? Das heißt, in meinem Fall habe ich mal gedacht, fangen wir damit an, wo es hier so schön dick und blau, lila, sorry, leuchtet. Und das wäre halt der Store. Wie gesagt, der Store hält meine Daten. Der Selektor liest die Daten oder selectet die Daten, und die Komponente hängt sich dann da dran, zum Beispiel mit der Async Pipe, und dadurch
werden die Datenänderungen angezeigt. Wenn also hier sich was im Store dann ändert, fließt es automatisch durch den Sektor in meine Komponente und die Komponente zeigt mir automatisch das Richtige an. Ich muss also in der Komponente idealerweise nicht nachdenken, will ich jetzt das anzeigen, will ich das anzeigen. Ne, ich sage einfach nur, gib mir diesen Teil, der interessiert mich und immer wenn der sich ändert, fließt das da durch. So, und dann ist die Frage, wie ändert sich was in dem Store? Da sieht man diesen Weg zurück. Ja? Die Komponente, das hatte ich eben auch so ein bisschen erwähnt, die dispatcht eine Action in das System. Diese Action könnte sein, füge ein Audio hinzu. Sagen wir mal, dieser Selektor wäre sowas wie, gib mir die Audioliste, gib mir die Liste der Audios zum Beispiel. Ja? Oder in dem Fall, in meinem Fall, die Liste der Favoriten. Jetzt könnte ich hier unten sagen, füge einen Favorit hinzu. Das ist diese Action. Der Reducer empfängt diese Action, sagt, hey, dieses Audio ist jetzt ein Favorit. Hier, lieber Store, mach mal dieses Audio zu deinen Favoriten hinzu. Und automatisch fließt dann quasi das ganze Ding wieder zurück und ich habe plötzlich einen Favoriten mehr. Möchte ich einen löschen, sage ich, lösch dieses Audio von den Favoriten. Action dispatche ich, Reducer fängt die, updatet den State. Und automatisch habe ich plötzlich in meiner Komponente einen Favoriten weniger. So funktioniert der Kreislauf des NGINX Store. Ich hoffe, das war nicht zu laut. Ich bin gegen mein Mikrofon gestoßen. Ich gestikuliere wild, aber das ist, weil ich so pumped bin über den Store. State, let's go. State, wie sieht das Ganze aus? Wie gesagt, der State ist generell eine Single Immutable Data Structure. Ja, wir haben ein Objekt, auf dem sind Properties. In diesen Properties steckt was drin. Und wir können oder sollen dieses Objekt nicht einfach modifizieren. Ja, wir sollen es nicht mutieren, weil dann kann niemand darauf reagieren. Sondern wir wollen jedes Mal, wenn wir quasi so ein Update dahin machen oder falls jemand eine Referenz darauf hätte, was sehr schwer sein wird, die zu bekommen, hoffe ich, würde das ja niemand mitkriegen. Das heißt, wir wollen hingehen und schön immutable bleiben. In diesem State definieren wir also, was für Daten wollen wir überhaupt haben. Ja, zum Beispiel eine Liste von Audios oder eine Liste von Favoriten. Und dieser Gesamtstate ist verfügbar in der ganzen Applikation. Also ich kann überall auf diesen Store in meiner Applikation zugreifen. Ja, der wird für euch in DDI, in DDI gelegt. Das heißt, ihr könnt auf diesen Store, auf diesen State jederzeit von überall zugreifen. Zum Beispiel, wer ist der eingeloggte User? So, damit das Ganze aber nicht zu groß wird, haben wir sowas, das nennt sich, wir haben ja im Angular Feature-Module. Und was man tun kann, ist, man kann diesen State, auch wenn im Endeffekt habe ich einen Store, da ist ein Riesen-State drin, aber das Ganze kann so ein bisschen gescoped werden, dass ich quasi sage, okay, wir haben jetzt hier 5 Feature-Module, A, B, C, D, E, F, und kann dann sagen, hey, in diesem State scope ich das auf diese Feature-Module. Und das heißt, was im Endeffekt passiert ist, ich habe einen großen State, auf dem liegt dann eine Property A, B, C, D, E, F, die Namen der Feature-Module, welchen Key auch immer ich wähle. Und dahinter liegt dann der State des Feature-Moduls. Das ist was, was ihr unbedingt machen solltet. Das habe ich ein paar Mal gesehen, dass es nicht gemacht wurde. Und dann hatte ich plötzlich für die ganze Applikation sehr viel Shit in diesem Store und ich wusste gar nicht mehr, was geht wohin. Das heißt, idealerweise teilt man seinen State in Feature-States auf. So, und bevor wir loslegen und unseren kleinen State schreiben, möchte ich noch eine Sache mitgeben. Nämlich das Wichtigste an dieser ganzen Store-Geschichte ist, überlegt euch sehr, sehr gut, was ihr in den Store macht und wie ihr es in den Store macht. Ja, das ist der größte Teil oder der härteste Arbeitsaufwand an dieser ganzen Store-Geschichte. Weil es die Vermutung liegt nahe, dass ich denke, alles klar, ich mache jede Property aus jeder Komponente in diesen Store rein. Scheißegal, es kommt was vom Backend und ich schmeiße es genauso rein, wie das Backend mir das schickt. Und dann werdet ihr merken, dass das relativ schnell sehr, sehr unübersichtlich wird und auch die Reducer immer länger werden. Und normalerweise sind Reducer, was weiß ich, 3 bis 5, 10 Zeilen lang, aber nicht 50 Zeilen lang, mit ganz viel Logik drin. Und das passiert ganz schnell, wenn man zum Beispiel genestete Daten hat. Und das heißt, ihr müsst auch nicht alles in den Store machen und darum bewegen wir uns nachher noch weiter und ich versuche das noch ein bisschen zu zeigen, sondern überlegt euch, was genau brauche ich eigentlich in dem Store? Schmeißt nicht alles blindlings da rein, sondern überlegt euch ganz genau, was ist eigentlich die Information, die mich wirklich interessiert? Brauche ich dort ein komplettes User-Objekt drin? Interessiert mich das überhaupt? Brauche ich ein Language-Objekt da drin oder die kompletten Übersetzungen oder interessiert mich nur eine ID, ja, der aktuellen Language und ich lade den anderen Kram dann sonst wo nach oder so. Ja, überlegt euch also gut,
das, was ihr in den Store macht, denn idealerweise ist der Store auch serializable, weil ihr dann auch zum Beispiel öfter sieht man das ja, dass ihr den aktuellen State vielleicht persistieren und wieder laden wollt. Das heißt, idealerweise haltet ihr das Ding sehr, sehr simpel, was da reinkommt. Und einer der größten Punkte ist, versucht es oder es geht eigentlich immer, genestete Daten zu vermeiden. Das hat sehr viele Implikationen, in die ich echt gerne im Detail eingehen würde. Aber im Endeffekt merkt euch einfach, genestete Daten sind Shit, weil wenn ihr von einem Kind irgendwas updaten wollt, müsst ihr quasi das Kind immutable updaten. Ihr müsst von dem Parent die Kindliste immutable updaten. Das updatet ja wieder den Parent. Und schon habt ihr von so einem kleinen Mikro-Update, zum Beispiel den Namen von irgendeinem Kind geändert, habt ihr plötzlich ganz, ganz viele Updates, die alles durch die Gegend triggern. Die Selektoren fangen das ein bisschen ab aufgrund der Memoization, dahin kommen wir noch, aber im Endeffekt, nestete Daten zu updaten ist absolut painful, immer. Und man kann genestete Daten super easy auflösen und dann einfach durch das Kombinieren wieder zusammenführen. Und dann habt ihr den Kram ein bisschen flacher und dann sind Updates super easy und nice. Von daher, denkt drüber nach, was in den Store geht. Keine genesteten Daten, nicht einfach blind alles reinschmerzen und am wichtigsten noch, keinen State duplizieren. Ihr wollt nicht zwei Properties, die ihr versucht in Sync zu halten. Irgendwas in Sync halten ist immer Pain. Macht es nicht, weil es gibt auch die Möglichkeit von Derived State. Ja, wenn ich, dass ich, zum Beispiel, ich habe eine Liste von Items, wir wissen, welches Item ist selected. Dann muss ich natürlich nicht das selected Item halten, sondern es reicht mir quasi, dass ich den Index zu halten von dieser Itemliste oder halt den, die ID oder sowas. Ja, ich möchte nicht zweimal sowas haben. Und noch schlimmer ist es, ich will nicht meinen Store hier haben, meine Komponente hier und dann irgendwie im Store zweimal eine gelistete, einmal eine Liste und dann eine gefilterte Liste zu halten. Das möchte ich nicht. Ich würde mir lieber merken, die Liste und dann, was ich, die Property, nach der gefiltert wird oder so. Ja, auf keinen Fall State duplizieren, weil dann müsstet ihr plötzlich mehrere Actions schicken, um alles gleichzeitig zu updaten. Painful. Ja, State duplizieren ist böse und war immer schon böse. Falls ihr sehr, sehr viele Entities storen wollt, wie gesagt, es gibt ein paar Möglichkeiten, eine Riesenliste an Entities effizient zu storen, statt einfach nur in der Liste. Da gibt es ein Paket, das Nginx Entity Paket, was so ein bisschen drauf sitzt und euch so ein paar APIs gibt, um dieses Handeln von einem Haufen Entities, ich mache das auch gerne bei wenig Entities, effizient zu handeln. Können wir uns gerne dann vielleicht im weiteren Webinar angucken, wenn Interesse besteht. Ist sehr, sehr einfach zu benutzen. Dieses Nginx Entity Package ist sehr flexibel, weil es einfach nur so ein bisschen Boilerplate-Code weggeworfen ist, also euch wegnimmt. Und ja, easy peasy. Ja, gut, gucken wir uns mal ganz kurz an. Jetzt sehen wir ein bisschen Code endlich, wie wir so ein State einfach, wie soll ich sagen, ins Leben rufen. Ja, wie gesagt, ich kann leider nicht die ganze Applikation mit euch schreiben. Auch wenn das sehr cool wäre, aber sehr viel Boilerplate hätte, habe ich deswegen sehr viele Dinge einfach schon vorbereitet. Wir machen jetzt die kleinen Nuggets, die diese Applikation nachher zum Laufen bringen. So, und zwar habe ich hier ein Interface Audio State. Und in meinem Fall ist das, was ich in dem Audio State eigentlich halten will, ne, die Liste der Favoriten. Und in dem Fall will ich halt wirklich. Zum Beispiel, die Idee von dieser Applikation ist, ich könnte zum Beispiel zusätzlich zu Audios noch eine Liste von Büchern dazu nehmen. Dann könnte ich zum Beispiel hier auch Bücher in derselben Favoritenliste anzeigen. Ja? So habe ich quasi ein Audiomodul und in diesem Audiomodul interessiert mich jetzt, welche Audios sind relevant. Und in meinem Fall will ich zumindest mal storen, welches Audio, ja, mit einer ID. Natürlich brauche ich auch den Titel und den Interpreten. Das heißt, in meinem Fall, da das Audio relativ klein ist, store ich tatsächlich das ganze Audio. Aber eben diese Favoritenliste. So, das bedeutet also, in meinem Audio-Modul habe ich hier diesen Audio-State. Was ist das? Das ist nichts anderes als ein Interface. Ja, und in diesem Interface gehe ich hin und schreibe rein, was ich da überhaupt halten will. Was will ich da halten? Prinzipiell die Liste der Favorites. Was sind meine Favorites? Na, eigentlich nur eine Liste von Audios in meinem Fall. Wie gesagt, es gibt andere Arten, das zu storen. Führt jetzt zu weit. Entity Store Package mal ansehen. So, was brauche ich als nächstes? Das sehen wir dann beim Reducer. Aber das hier ist prinzipiell schon alles, was ich in meinem Audio State halte. Für meine komplette Applikation, die ich hier habe, die ja besonders nicht besonders kompliziert ist, ist das Einzige, was ich im Store halte, diese Liste von Audios. Das war's. Mehr ist da nicht drin. Ich meine, ich kann auch diesen Button hier drücken und vielleicht sieht man hier irgendwo den State.
Genau, hier sehen wir, dort habe ich meine Liste von Favoriten. Das da ist übrigens dieses tolle Debug-Tool, wo ich jetzt eine Action verschicken kann. Bup, dann sieht man auch, dass die letzte Action wahrscheinlich so ein Remove-Favorite ist. Und dann sehe ich hier beim State, dass jetzt ein Favorit weniger drin ist und ich kann mir den hier halt angucken. Ja, und wir sehen, ich habe nichts anderes drin als eine Liste der Favoriten. Und diese Favorites-Property ist genau diese Favorites-Property. Das ist schon alles über den State. Ja, ich weiß, war recht viel, aber nochmal State Gedanken machen. So, jetzt geht der Spaß aber eigentlich los. Selektoren. Selektoren, wie schon erwähnt, ich habe hier rechts nochmal diesen Cycle, ja, die selektieren uns von diesem Riesen-State der Teil, der uns interessiert. Stellt euch vor, meine Applikation wäre größer. Da steht noch drin die Language, der eingeloggte User, irgendwelche lokalen Settings, welche Locale da drin ist, welches die Lieblingsfarbe ist oder das Theme, scheißegal. Ja, irgendwie sehr viele Informationen. Dann interessiert mich aber jetzt an dieser einen Stelle ja quasi nur, also an dieser einen Stelle meine ich, diese Liste links interessiert mich ja nur die Liste dieser Favoriten. Das heißt, ich brauche diesen ganzen anderen Kram nicht. Es interessiert mich nicht, wenn sich irgendwas von dem anderen Kram ändert, sondern es interessiert mich nur dann, wenn sich was an dieser Favoritenliste ändert. Dafür habe ich einen Selektor. Das heißt, mit dem Selektor lese ich quasi so ein Teil aus diesem Store. Ja. Und wichtig an diesen Selektoren ist, diese Selektoren sind kombinierbar. Das heißt, falls ihr schon mal mit AXJS irgendwie so ein Combine Latest gemacht habt, ja, zum Beispiel, wenn sich eins dieser beiden Dinger ändert, soll das und das passieren, nämlich diese beiden Resultate kombinieren, neues Ergebnis. Das ist prinzipiell under the hood, was da passiert, wenn ich Selektoren kombiniere. Und ich könnte zum Beispiel einen Selektor haben, der sagt, gib mir die Liste der Favoriten. Ein Selektor, wenn ich eine Property hätte, Selected Favorite, der gibt mir die ID von dem Selected. Jetzt kann ich sagen, ich kombiniere die beiden in einen Selektor, der sowas sagt wie, give me the Selected Favorite. Und dann habe ich quasi die Selected ID Liste und daraus kommt dann zusammen aus diesem Selektor die Instanz von meinem einen selektierten Favoriten. So sind die combinable. Und das Coolste an dem Ding ist, ohne jetzt zu sehr in Functional Programming reinzugehen, die Idee von diesen Selektoren ist, dass die pure sein müssen. Keine Seiteneffekte haben. Sprich, ich gebe was rein, die Funktion arbeitet nur auf den Informationen, die sie reinkriegt. Also kein Math from Random, sonst irgendein Shit, ja, keine HTTP-Requests machen, sondern oder irgendwelche State-Variablen von außen lesen, ja, sondern die müssen pure sein. Und die sollen pure sein, weil dann können die memoized werden. Das bedeutet nämlich, dass immer wenn derselbe Input reingeht, kommt derselbe Input raus. Das bedeutet, diese Dinger sollen deterministisch sein. Ja, wenn ich 3, 5 reingebe, muss halt immer das Ergebnis rauskommen. Dasselbe Ergebnis. Das bedeutet, man kann sich das nämlich dann merken. Und dann weiß ich also, wenn sich diese Inputs nicht ändern, weil wenn sich irgendwas ändert und ich komme bei meinem Selektor an und da steht im Endeffekt immer noch Input 3, 5, muss dieser Selektor nicht feuern, weil er weiß, das Ergebnis ist dasselbe. Und das gibt uns dann so einen riesen Performance Boost im Endeffekt. Das heißt, wie man diese Selektoren zusammenbaut, sollte man auch so ein bisschen clever überlegen, sage ich mal. So, und ich habe ja vorher gesagt, hey, wir haben ja einen riesen Store, ja, und das sieht man hier auch. Ich habe hier eigentlich, prinzipiell ist das hier ein riesen Store, in dem gibt es die Property Audio. Und diese Audio Property ist in dem Fall einfach dieser Audio State. Wenn ich jetzt zum Beispiel noch User State hätte, in dem User Modul hätte ich hier eine Property User, wo der ganze User State drin ist. Und in dem Audio State sieht man, habe ich jetzt hier meine Favorites Liste. So, was ich also zuerst machen müsste, ist, ich müsste in Feature Selector schreiben, der sagt, von diesem riesen State, gib mir bitte nur den Audio State. Ja, und dann von diesem Audio State, gib mir nur die Liste der Favorites. Und das ist das, was wir jetzt tun. Und im Endeffekt kann ich mit diesen Selektoren prinzipiell so ziemlich das machen, was ich vorher mit AXJS gemacht habe. Ja, dieses Combine Latest mache ich durch Kombinieren von Selektoren. Und das macht mir das Leben insofern einfach, weil ich halt wirklich nur ganz dumme, kleine, kurze Funktionen schreibe. Mehr nicht. Ich sage, das kommt rein, das geht raus. Oh cool, ich nehme mir zwei Selektoren, dann kommt das Ergebnis dieser Selektoren rein. Das kommt raus, kombinierbar. Und die nehme ich dann, selecte da drauf in meiner Komponente, ja, und subscribe einfach drauf auf die Async Pipe. Im Notfall, wenn ich noch ein bisschen View-Logik oder sonst irgendwas da drin habe, dann mache ich mir einen lokalen Selektor in meine Komponente, kombiniere quasi in meinem lokalen Selektor diese verschiedenen Selektoren. Bumm, in meiner View habe ich jetzt eine dedizierte View, die mir nur das eine, diese eine Information gibt, die ich brauche. Und ich kann damit die Informationen transformieren. Sagen wir mal, ich will, was weiß ich, einen Button anzeigen, wenn ich jetzt viel oder wenig Items in meinem Store habe. Ja? Sagen wir, ich
könnte ich zum Beispiel einen Selektor schreiben, der heißt einfach nur is open oder select is open. Was kriegt der? Der kriegt rein die Anzahl der Dinger. Ja. Ich habe einen Selektor, der sagt, hey, ich lese die ganze Liste und was er mir rausgibt, ist aber die Anzahl. Dann habe ich einen zweiten Selektor, der sagt, wenn die Anzahl größer oder kleiner als 0 ist, kriege ich halt einfach ein Boolean raus und kann dann in meinem Template per Async-Pipe darauf subscriben. Und wenn dann irgendjemand was in den Store legt, geht das durch und ich habe am Ende automatisch das Ding, das auf und zu klappt, je nachdem, wie viele Items dort drin liegen. Also prinzipiell so, wie Marco das sagt, ja, so ein Selektor ist quasi wie so eine Art Abo, aber der passiert noch selbst nichts. Es gibt mir quasi einfach so ein Selektor, gibt mir einen Stream, auf den ich subscriben kann für Änderungen, die mich interessieren. So. Jo, das wäre das. Ja, und hier unten der letzte Punkt, den ich hingeschrieben habe, das hätte man noch fett machen können, steht Avoid Synchronous Reads. Was ich oft gesehen habe, ist, das passiert sowas wie Select, Subscribe und dann Setz Variable. Select, Subscribe, Setz Variable. Und das ist quasi so, so eine Art synchroner Read. Wir wollen unseren Code nicht so schreiben, weil ich ja dann zu diesem Zeitpunkt so eine Art Snapshot in meine Komponente lege von dem State zu diesem Zeitpunkt. Und wenn ich da einen kleinen Fehler mache, habe ich nicht mehr die aktuellen Daten. Das heißt, was ich wirklich tun will, ist, ich müsste mein Zeug so kombinieren, dass am Ende die aktuellen Daten rausfließen, dann habe ich kein Problem. Das heißt, wenn ihr öfter mal seht, mit dem Store arbeiten, einfach so macht, subscribe, Variable setzen, sowas wie let a, bla bla bla, subscribe, set a auf sowieso, was auch immer aus dem Stream kommt. Wenn ihr das dann mehrfach macht, habe ich schon gesehen, Leute, die haben fünfmal so ein Ding untereinander, dann benutzt ihr den Store falsch, dann macht ihr euch das Leben schwer. Ja, das meine ich mit, versucht synchrone Reads zu vermeiden, sondern hängt euch mit dem, was ihr braucht, einfach an diese Selektoren dran. Fertig. Idealerweise mit der Async Pipe. So, Zeit, Selektoren zu schreiben. Und zwar haben wir ein paar zu schreiben. Ja, wir haben hier, dass da dieser Audio State ist für mich nur so eine Variable, wie jetzt der Key heißt in meinem Gesamtstore, wo der Audio State hinten dran hängt. Von daher nichts Wildes. Das Erste, was ich also machen will, ich möchte meinen Feature-Selektor schreiben, indem ich quasi nur diesen Audio-State selecte. Dafür haben die auch schon was für uns. Wir brauchen einen Namen dafür, Export, wie nenne ich die Dinge eigentlich immer? Select Audio-State oder Select Audio-State von mir aus. Und dann machen wir einen Create Feature-Selector. Selector. Und was ich dem gebe, ist quasi nur diese Property, Audio-State. Und was dieser Selector tut, ist, er selektiert mir quasi nur noch, welcher State da rauskommt. Und das Ganze kann ich dann noch mit einem Generic hier typen, weil das kann er ja im Moment nicht wissen. Er kennt ja noch keinen Typ. Jetzt könnte ich hier per Generic ihm noch sagen, alles klar, aus diesem Selektor kommt Audio State raus. Und wenn wir uns den Ganzen jetzt angucken, mal gucken, ob ich das hinkriege. Gut, vielleicht nicht. Sieht man, dass hier idealerweise quasi Audio State rauskommt. Ja, was ich hier habe, ist dann quasi ein Selektor, der nimmt quasi Audio State, also der nimmt den Gesamtstate und im Endeffekt kommt Audio State raus. Das ist halt dadurch gegeben, dass ich das hier jetzt hinschreibe. So, aus diesem Audio State möchte ich jetzt diese Liste der Favoriten haben. Das heißt, an dieser Stelle schreibe ich einen anderen Selektor. Export const, und wir nennen das Ding Select Audio. Upsala, Audio Favorites. Und hier haben wir schon so ein bisschen das erste Mal, wie soll ich sagen, das Kombinieren von Selektoren so ein bisschen, weil ich kann hier sagen, ich nehme die Create Selector Function, die wird mir gegeben von Nginx. Und ich gebe dieser Selector Function eine Basis, auf der sie überhaupt arbeitet. Und das ist in dem Fall Select Audio State. Ja, das ist meine Basis des Selektors und das heißt, ich kriege in diesen Selektor rein den Audio State. Ja, das bedeutet, wenn ich also diesen Selektor irgendwo verwende, was dort wirklich passiert ist, es ist eine Kombination aus diesem Selektor. Das heißt, der vorfiltert mir den Gesamtstate runter auf den Audio State und ich kriege nur den Audio State rein. Was ich jetzt hier machen kann, alles klar, ich kriege hier den Audio State rein und auf dem Audio State wissen wir, gibt es eine Property Favorites. Die hole ich mir über Destructuring raus. Und sagt dann Favorites. So. Und schon habe ich einen Selektor. Wenn ich den verwende, kriege ich diese Liste der Favorites. Und jetzt machen wir mal ein Beispiel einfach für Transformation. Ja, für mich ist es später vielleicht relevant,
diese Liste der Favorite-IDs zu bekommen. Das heißt, ich möchte jetzt einen Selektor schreiben, der mir nur die IDs dieser Audios gibt. Wir wissen, in meiner Property Favorites steht ja die Liste der richtigen Audioobjekte. Ich will jetzt aber eine Liste von IDs von Audioobjekten. Alles klar, kein Problem. Wir sagen Select Audio Favorite IDs. Ich bin sehr gut und kreativ im Naming. Wahrscheinlich müssen wir das nachher noch nachziehen, weil ich wahrscheinlich vergessen habe, wie ich die Dinge genannt habe, bevor ich es gelöscht habe. So, und was möchte ich hier wieder? Ebenso nehme ich mir einen Selektor rein als Grundlage. Und dann, was passiert mit dem, was ich reinkomme? Na, ich kriege diese Liste von Favorites rein. Ja, die kriege ich jetzt schon, weil ich ja diesen Select Audio Favorites Dings nehme. Das heißt, dieses Favorites hier, diese Variable ist, dieser Parameter ist wirklich die Liste. Was mache ich? Na, ich nehme mir die Favorites, mache einen Map und nehme mir von diesen Favorites, wie gesagt, eine Liste von Audios, die haben wahrscheinlich in meinem Fall eine ID-Property, möchte ich hoffen. Ah, doch, passt. Die hole ich mir wieder über die Structure hinaus und sage einfach, map das Ding nach ID. So, jetzt habe ich einen Selektor geschrieben, der kriegt quasi rein die Liste als Basis, ja, die Liste der Favorites und macht die Transformation hier. Das heißt, ich muss kein Pipe und Map machen, sondern ich kann das einfach in diesen Selektor reinschreiben. Ich finde das relativ easy. Ja, ich denke, ja, ich meine, es ist einfach eine Map-Funktion, wie bei dem Pipe-Map auch. Und am Ende, was ich noch tun möchte, ist, ich habe diese Architektur so ein bisschen so gebaut, dass die Idee war, dass ich verschiedene Dinge in diese Favorites reinhauen kann. Das heißt, wenn ich hier so ein Books-Modul noch hätte oder ein Einkaufslisten-Modul, könnte ich sagen, solange die das richtige Interface rausliefern aus ihren Selektoren, kann ich das hier anzeigen. So, und das heißt, was wir jetzt noch machen als letzten Selektor, einfach nur der Vollständigkeit halber, ich baue noch einen, ich weiß ebenfalls nicht mehr, wie ich es den genannt habe, müssen wir nachher anpassen, ups. Export const, ich glaube, select audio favorite items. Und was das zurückgeben soll, ist quasi dieses Interface favorite item. Das heißt, ich mache hier wieder create selector, ja, und kriege rein die audio favorites wieder. Ja, also meine Liste von audio favorites, die kriege ich rein, favorites. Und was will ich daraus machen? Prinzipiell return favorites.map, ganz ehrlich, wahrscheinlich muss ich Return sparen können, und ich kriege hier rein so ein Favorite und ich möchte den umwandeln in ein Favorite-Item. So, und jetzt weiß ich auch nicht mehr, welche Properties auf diesem Favorite-Item gesetzt haben. Das gucken wir uns auch noch an. Und zwar haben wir hier oben das Favorite-Item, ein ID, Caption, Subcaption und die Toggle-Action. Genau. So, was haben wir hier? Wir haben einmal die ID, soll natürlich sein, favorite.id. Die Caption soll ein String sein, da nehme ich so einen Template-String und sage, wir nehmen vom Favorite den Titel und ja, was sonst interessiert mich hier wahrscheinlich bei der Caption wenig. Und dann haben wir noch diese Sub-Caption, ups, wahrscheinlich möchte ich aber das Ding noch irgendwo typen, ne? Wahrscheinlich hätte ich hier wahrscheinlich das Ding besser in der Const gemacht und getyped. Das wäre wahrscheinlich so ein klein bisschen neater gewesen, ne? Wenn wir hier mal so runtergehen, sagen einfach sowas wie Const Item ist ein Favorite Item und das ist dann diese Nummer hier und dann machen wir, was machen wir denn? Caption, wie hieß das Ding? Subcaption ist dann nochmal ein String. Und dann sage ich sowas drunter wie alles klar, vielen Dank, dass du dabei warst bis dahin. Viel Spaß dann beim Recording schauen. Also nochmal Hallo an Money, der das Recording schaut. So, machen wir hier dann sowas hin wie die Subcaption ist dann unten drunter der Interpreter, dann mache ich sowas wie by favorite.author. So. Richtigen Klammer noch setzen, wunderbar. Und dann gibt es noch am Ende die Toggle-Action. Und dafür habe ich dann quasi so ein, für die Toggle-Action ist für mich quasi dieser Mülleimer hier. Welche Action wird dispatched, wenn ich da drauf drücke? Actions kommen wir gleich hin. Da habe ich, glaube ich, die Remove Audio Favorite und der gebe ich mit wahrscheinlich Audio, hoffe ich. Und dann
diesen Favorite. Gucken wir uns auch gleich nochmal an. Das Ding ist, ich habe natürlich diesen Code quasi, sage ich mal, vorbereitet und bin da hingegangen, habe ganz viele Sachen rausgelöscht, um das Ganze so ein bisschen zu beschleunigen und bin jetzt natürlich nicht mehr ganz im Bilde, wie ich die ganzen Variablen benannt habe. Von daher hoffe ich, dass ihr mir das an dieser Stelle verzeihen könnt und wir das dann gleich nochmal einfach gerade ziehen. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht irgendwo. Was haben wir denn hier? Ein Komma expected. Was habe ich hier? Favorite Map, Favorite Item, wunderbar. Ich möchte das Item return, passt doch auch. Und das heißt, ich möchte wahrscheinlich die Map-Function hier hinten dran wieder zumachen. Das wäre wahrscheinlich ganz cool. Und dann, jo, passt das Ganze doch, hoffe ich. So, und was wir jetzt gemacht haben, ist, wir kriegen quasi die Liste von Audio Favorites rein und wir wandeln die um in eine Liste von Favorite Items, die wir links anzeigen können. Wir gucken noch gerade hier einmal auf die Definition. Die Toggle Action ist eine Action und zwar will ich diese Definition noch einmal angucken von Remove Audio Favorite. Ja, die Action haben wir noch nicht sehr gut, weil ich die nicht geschrieben habe. Ja, clever. Wie ihr seht, so einen Kreislauf aufzubrechen und dann zu erklären, ist schwierig. Ich sehe gerade, dass bei mir so ein Recording Warning verschwunden ist. Ich hoffe, es ist alles gut und ihr könnt mich gut hören. Das waren Selektoren, ja. Das sind die Selektoren, die wir brauchen. Wir wollen quasi einmal von diesem Gesamt-Audio-State den Audio-State lesen. Dann von diesem Audio, von dem Gesamt-State Audio-State lesen. Von diesem Audio-State die Favoriten lesen. Dann habe ich einen Selektor, der mir aus diesen Favoriten die Liste der von IDs macht. Und dann im Endeffekt habe ich noch einen Selektor, der mir diese Favoriten umwandelt in eine Liste von Items, die ich quasi bekomme. Ja. Das bedeutet also, ich kann in diesen Selektoren sehr viel Zeug machen. Ich kann die kombinieren, was man hier jetzt noch nicht so gut gesehen hat. Ich kann mich auch zwei, drei von den Dingern kombinieren und ich kann komplette Transformationslogik da reinpacken. Und dann kommt aus dem Selektor nur noch das raus, was ich brauche. Gut, das waren Selektoren. Das war ein bisschen heavy, aber ich hoffe, ihr habt gesehen, was Selektoren einfach so leisten können. Und wenn ihr euch anguckt, auf YouTube gibt es einen Talk irgendwo, ich glaube von, weiß ich gar nicht, Top Motto oder sowas, über wie geil Selektoren sind. Und von daher, ah gut, Stream scheint zu laufen, cool, danke. Wie geil Selektoren sind, könnt ihr euch mal angucken, weil Selektoren sind am Anfang vielleicht so ein bisschen unterschätzt und die sind richtig powerful. Ich biege mir die zusammen, dass am Ende wirklich nur das rauskommt, was ich brauche. Und das ist quasi die Ment. Nein, vielleicht, ja. Was haben wir denn? Superdry ist der neue Sponsor. Genau. Was haben wir hier? Actions. Ja, Actions, wie ihr seht, relativ simpel. Das Einzige, was ich mit Actions tue, ist, ich sage meinem System, ich möchte, dass jetzt was passiert. Ja, ich sage einfach nur irgendwas. Ja, ich möchte, dass eine Aktion passiert. Was das sein kann, kann alles möglich sein. In meinem Fall könnte es sein, wie ihr gesehen habt, entferne einen Favoriten. Füge einen Favoriten hinzu. Lade irgendwas. Ja, solcher Kram passiert halt mit, ja. Ich weiß gar nicht, was wir als nächstes Sponsoren haben, wahrscheinlich H&M oder so. Ja? Egal, ja, das ist, was Actions tun. So, die benutze ich, um mit dem Store zu kommunizieren. Und die Idee ist, dass ich diese Actions von überall quasi dispatchen kann. Ja, das heißt, von irgendwo meiner Applikation habe ich ja Access auf den Store und da kann ich sagen, jetzt hau die Action raus. Und das ist quasi die Idee. Ich habe meine Komponenten, die sind super klein, die machen nur noch Actions, egal wo, egal welche Komponente. Irgendwelcher State, der geshared ist durch die ganze Applikation, ist plötzlich verfügbar für jede Komponente, wie ihr das normalerweise mit dem Service machen würdet. Und so, dass ihr dann jetzt quasi direkt auf dem Service rumnudelt, könnt ihr sagen, ich schicke die Action los. Und warum diese Abstraction geil ist, sehen wir dann nachher, wenn wir so an Seiteneffekte gehen. Da kommen wir hoffentlich noch hin. So, und ja, die beschreiben halt unique Events. Es ist wichtig, dass ihr natürlich nur eine Action für ein Event habt und nicht irgendwie so, ich habe eine Action und was, ich habe zwei Actions, die tun dasselbe oder ich habe eine Action, die tut 10 Dinge, ist meistens nicht so cool. Also Actions gibt es nicht viel zu sagen, außer wir müssen die Dinger schreiben. Ja? So, wir schreiben zwei Actions erstmal, nämlich eine Add Favorite Action, eine Remove Favorite Action. So, dafür brauchen wir also wieder, ups, da, vielleicht sollen wir das Ding exportieren, Export Const, nennen wir das Ding mal Add Audio Favorite. Und dafür gibt es eine Funktion Create Action. Die wird uns bereitgestellt von Nginx. Und was tut die? Die nimmt einmal einen String-Parameter entgegen. Auch an dieser Stelle kann ich einen Talk empfehlen von Mike Ryan zum Thema Action Hygiene. Wenn ihr Action Hygiene googelt,
dann findet ihr den Talk von Mike Ryan, der euch erzählt, was ihr hier für coole Strings reinschreiben solltet, damit das nachher gut lesbar ist, was so eine Action eigentlich tut. In meinem Fall sage ich sowas wie Add Favorite und dann kann ich noch was tun, nämlich ich möchte so ein Favorite hinzufügen. Ja, ich könnte jetzt sagen, diese Action Dispatchen, Add Favorite. Das Problem ist, ich möchte ein Favorite hinzufügen. Woher soll wer auch immer auf diese Action dann reagiert, ja, wissen, welchen ich hinzufügen muss? Das heißt, ich brauche so eine Art Payload. Und dafür gibt es eine Methode, die heißt Props. Der gebe ich in einem Generic quasi mit, was der Payload ist, wie der aussieht. In meinem Fall ist es dann ein Audio. Das ist ein Audio, weil das ist das, was ich transportieren möchte und hinzufügen möchte. Und ist ein Function Call. Boom. So sieht das Ganze aus, wenn ich so eine Action erzeuge. Die Add Audio Favorite Action. Wenn ich die jetzt irgendwo dispatche und ein Audio reinhänge, erwarte ich, dass dann ein neues Audio in meiner Liste auftaucht. Das Ganze duplizieren wir und machen jetzt noch so eine Art Remove. Wie habe ich es? Ich weiß gar nicht, wie ich das Ding genannt habe. Ich hoffe, dass ich es Remove Audio Favorite genannt habe. Gucken wir mal gerade. Remove Audio Favorite in der Payload hieß Audio Perfect. Oder? Ja, er hieß Audio. Wunderbar. Idealerweise passen wir das Ding noch an und nennen hier dann sowas wie Remove Favorite. Jetzt habe ich zwei Actions geschrieben. Die eine heißt Add Audio Favorite, die andere heißt Remove Audio Favorite. Wenn ich die dispatche, erwarte ich, dass was passiert. Aber was soll passieren? Wo soll es passieren? So viele Fragen. Was machen wir damit? Die Antwort steckt im Reducer. Der Reducer ist derjenige, ja, wie wir gesehen haben, der darauf reagiert, dass so eine Action kommt. Und jetzt sehen wir, wir haben schon ganz viele Sachen voneinander getrennt. Ja, wir haben hier den Store, der ist nur dafür verantwortlich, Informationen zu halten. Wir haben hier den Selector, der ist dafür da, Sachen zu selektieren. Unten haben wir die Action, die tut nichts als einfach Informationen halten und zu fließen, ja, geflossen zu werden, wie auch immer. Und wir haben den Reducer. Was der Reducer dann tun soll, ist, der ist dafür da, dass sich was an diesem Store ändert. Der Reducer ist dazu da, er reduziert. Ja, das Ganze kommt von der ganzen Map-Reduce-Logik. Auch nicht so wichtig, er ändert den State im Store. Das ist, was ein Reducer tut. Ja, steht hier auch, responsible to update the state. Er reagiert auf eine Aktion und anhand der Aktion, des aktuellen States, dem Payload der Aktion und dem Typ der Aktion, erzeugt er einen neuen State, gibt den zurück und der wird dann in den Store geschrieben. Und wenn er in den Store geschrieben wird, dann werden diese ganzen Selektoren quasi notified und die neuen Daten fließen raus. Auch hier gilt, Reducer sollten sehr simple kleine Funktionen sein und sie sollen pure sein. Sprich, sie kriegen eine Sache rein und haben keine Seiteneffekte. Die Sache, die sie reinkriegen, sind prinzipiell nur der aktuelle State, Payload der Action, zusammen, neuer State. Easy peasy, machen wir. Ja, an dieser Stelle nochmal, haltet Reducers simple. Wenn ich irgendwo einen Reducer sehe, der 50 Zeilen hat, ist es zu kompliziert, dann habt ihr wahrscheinlich genestete Daten. Sollte nicht passieren. Reducer sind synchrone, kleine, simple Funktionen, meistens eine Zeile, drei Zeilen, was auch immer. Und jo. Sehr gut. Schreiben wir noch die Reducer. Eine Sache noch für den Reducer. Ja, wie gesagt, der Reducer ist dafür verantwortlich, den State in dem Store zu providen und zu ändern. Das bedeutet, dieser Reducer braucht auch so eine Art Ausgangsstate, auf dem er arbeiten kann. Und diesen Ausgangsstate müssen wir ihm geben. Das habe ich eben gemacht, weil das gehört thematisch irgendwie so ein bisschen hierzu. Das heißt, wir müssen diesem Reducer oder unserem Store so einen initialen State geben, idealerweise. Und das tun wir hier, indem wir sagen, was haben wir denn in unserem State stehen? Na, da ist nur eine Property drauf, die heißt Favorites. Und wie könnte so eine initiale Liste von Favorites aussehen? Wahrscheinlich wird sie leer sein. Ja, wäre wahrscheinlich ein ganz guter Ausgangspunkt. Und wahrscheinlich, da das hier ein Objekt ist, soll ich hier besser ein Komma hinmachen. So ein Reducer, recht simpel, hat ebenfalls eine Funktion, die heißt CreateReducer und dort gebe ich ihr initial den initialen AudioState. Das ist der erste Parameter. Und dann folgt ganz viele Parameter mit den Mappings von welche Action tut was. Das ist im Endeffekt, was ein Reducer ist. Ja, ein Mapping von welche Aktion tut was. So, das heißt, was wir als erstes machen, wir wollen eine Add Audio to Favorite Action.
Ja, wir haben die Action, wir wollen die Reducer-Funktion schreiben. So, wie funktioniert das? Wir kriegen von ihm eine geile On-Funktion. Die Sache ist, warum ich diese ganzen Funktionen brauche, ist, dass ich geiles, festes Typing habe. Und dafür haben wir jetzt so eine On-Funktion und die weiß quasi, wenn ich jetzt sage, auch wenn die Aktion at AudioFavorite passiert, dann möchte ich was tun. Wie gesagt, was kriegt, das Ganze wird wieder in der Funktion gehalten. Was kriegt diese Funktion? Wie gesagt, sie kriegt den State. Das ist in dem Fall Audio State, weil dieser Reducer arbeitet auf Audio State. Und er kriegt rein den Payload der Action. Ja, und das heißt, an dieser Stelle kann ich mir vom Payload direkt das Audio hier runternehmen. So, wieder über die Structuring. Und dann kann ich meine Reducer-Funktion hier hinschreiben. So, und dann ist die Frage, was wollen wir denn, was passiert? Wie gesagt, wir haben jetzt gesagt, wenn die Add Audio Favorite Action reinkommt, nimm den State, nimm den Payload, in dem Fall steht hier nur ein Audio-Objekt drauf, ja, falls ihr euch nicht erinnert, das haben wir ja hier geschrieben, ja, wir haben ja hier irgendwo am Ende der Zeile steht, wenn die Props von dieser Aktion, ja, der Payload ist einfach ein Objekt, auf dem steht eine Audio-Property drauf und da drin sitzt ein Audio. So, und das heißt, an dieser Stelle ist, was wollen wir eigentlich tun? Wir wollen den State nehmen, auf der Liste von Favorites, wir wollen diesen einen Audio dranhängen. Wir machen das noch ein bisschen cleverer. Wir wollen erst für den Fall, dass der schon drin ist, ihn einmal entfernen. Das heißt, wir machen Filter. Wir nehmen uns quasi, ups, einen State.Favorites.Filter. Wir kriegen einen Favorite und sagen dann, wir filtern erst den raus, der schon die Audio-ID hat. Das heißt, wir nehmen alle die, wo Favorite-ID ungleich Audio-ID ist, dann habe ich gewährleistet, dass wenn ich ein Audio versuche zu hinzuzufügen, das schon drin ist, dass es erst entfernt wird und dann hänge ich das Audio hinten dran. So, das ist prinzipiell die Nummer. Jetzt wäre es wahrscheinlich noch wichtig zu sehen, was eben hier nicht schmeckt an dieser Geschichte. Ah, das schmeckt ihm doch einiges nicht. Habe ich irgendwas vergessen? Kommt erst der Payload? Nein. Sim on audio favorite, Kommas stimmen alle. Was erwartet er an dieser Stelle? Ich habe doch eigentlich das Audio bekommen und ich müsste es eigentlich hier runternehmen können. Hier kriege ich den aktuellen State. Die State-Variable ist nicht doppelt. Ich bin etwas verwirrt, was er sich hier beschwert. Gucke ich mir gleich an. Komm, Action Reducer jetzt ein Datei geschrieben, wenn ich nee, man sieht, Actions und Reducer sind hier ganz klar getrennt in mehrere Dateien. Wir haben für alles eigene Dateien. Wenn wir uns mal kurz den File-Tree angucken hier unten. Ich sehe, ich habe einen File für Actions, für Reducer und Selektoren. Ja, für jedes dieser Dinge habe ich meinen eigenen File. Ist Audio nicht eine Eigenschaft der Props? Prinzipiell, was ich hier reinkriege, ist eigentlich die Props. Deswegen wundert es mich gerade, warum ihm das gerade nicht schmeckt. Audio Actions. Props. Audio. Audio. Und das ist ein Objekt, das kriege ich da rein. Ich zweifle gerade so ein bisschen an meinem, da ist ein Return. Naja, egal. Wir machen mal ganz kurz weiter und ich gucke mir das gleich an. Weil wir wollen ja noch das Remove Audio Favorite. Ja, das heißt, statt diesem Add hier können wir einfach sagen, wir möchten die andere Action noch mappen, die hieß Remove Audio Favorite. Das heißt, was wir tun, ist, wir schreiben hier ein Remove Audio Favorites und die kriegt ebenfalls ein Audio und easy peasy. Ich habe schon fast das Gefühl, dass das dieser dumme Any-Error ist. Und was ich hier an dieser Stelle natürlich tun möchte, ist, ich gehe hier hin und lösche prinzipiell alles. So, und dann habe ich ein Audio removed. So, jetzt wäre es echt gut zu wissen, warum er mir das hier anzeigt. Also irgendwas schmeckt ihm hier nicht an dieser Definition. Ich werde einfach mal ein bisschen cheaten, um mir das anzugucken, aber ich glaube, ich
kill einfach mal ganz kurz das Ding, um sicher zu gehen, dass es nicht doch einfach der LSP ist, der gerade abstürzt. Weil das passiert gerne. Ne, okay, dann muss ich kurz einmal spicken, weil ich bin gerade echt verwirrt. Vielleicht hat jemand eine Idee. Muss nicht den ganzen State returnen, nicht nur die Favorites-Liste. Ja, sehr guter Mann. Sehr guter Mann. Sorry, in meinem ganzen Gelaber habe ich das natürlich komplett vergessen. Das hier ist der neue State. Das hier ist die neue updatete Favorite-Liste. Ein Hoch auf oh. Ferenc. Sorry, wenn ich deinen Namen gebutschert habe. Natürlich. Was ich hier mache ist, sorry, ich habe hier ja nur gerade die Favorites geupdatet. Was ich hier in meiner Updated-Variable habe, ist nur die geupdateten Favorites. Was ich natürlich zurückgeben muss in dieser Funktion, ist ein komplett neuer State. Das heißt, was ich hier tue, ist, ich möchte einmal den Gesamtstate nehmen und dann diese Variable Favorites überschreiben. Das heißt, wir machen das Ganze noch ein bisschen eleganter und machen hier Favorites draus. Sehr gut. Ja, das ist das, was wir hier tun wollen. Dasselbe wollen wir hier unten auch noch tun. Und wollen dann wahrscheinlich ganz am Ende noch einmal den Teil wieder wegwerfen. So, sorry, danke. Ich würde dich nochmal persönlich ansprechen. Danke, Ferenc, hoffe ich. Auf jeden Fall nochmal, ich kriege hier rein den State, ich kriege das Audio, was ich hier oben gemacht habe. Ich nehme die Favorites-Liste, ich filter das Audio drin raus, wenn es schon drin ist. Ich hänge das Audio dran, habe daher eine neue Favorites-Liste, also wunderschön Immutability. Und dann sage ich, was ich rausgebe, ist, mach mir so eine Copy von dem State und ersetze mir die Favorites-Property. Das ist alles. Das passiert oben, das passiert unten. Das war der Selektor. Puh. Wunderbar. Wir haben jetzt schon mal die drei beweglichen Teile hier mit reingenommen. Und jo, das war quasi einmal dieser Kreislauf. Jetzt ist natürlich die Frage, ob ich schon an alles gedacht habe. Ich gucke mal gerade an die Audio Favorite Lists oder wie heißt das Ding? Favorite Lists Component. Genau, das heißt, was ich nämlich noch nicht gezeigt habe, ist, wie benutze ich all den Kram, den wir jetzt gemacht haben. Ja, wir haben jetzt diesen kompletten Kreislauf einmal durchgemacht. Fast. Wir haben die Actions gesehen, die Reducer, den Store, den Selector, aber wir haben die Komponente noch nicht gesehen. Die Frage ist nämlich, wie kriege ich denn jetzt diese Liste der Favorites überhaupt raus aus dem ganzen System? Und dafür benutze ich den Selector. Das heißt, hier in meiner App Favorite List habe ich den Store und möchte quasi nur noch sagen, hey, lies mir davon. Das heißt, was ich hier machen kann, ist, ich mache hier eine Read-Only-Variable, die nenne ich Favorites. Und was ich möchte, ist, ich sage this.store und sagt select. Und dann kann ich eine Action nehmen, nämlich die select audio favorite items zum Beispiel. So. Und dann müsste vielleicht das Projekt schon laufen. Ich bin mir nicht sicher, weil ich sehr viele Teile rausgeschnitten habe. Deswegen gucken wir mal, was passiert, wenn ich das Ding starte. Wäre cool, wenn man das schon sieht, weil dann sieht man gleich hoffentlich noch mehr. Aber ich wird meine Hand hinter mir ins Feuer legen, dass es jetzt schon läuft, weil wir noch andere Teile uns gleich angucken, die ich hoffentlich nicht gelöscht habe. Denn es ist ein sehr großes Projekt, wie ihr seht, sehr umfangreich und wir müssen uns noch zwei, drei Themen angucken. Ja, singen wir ein Lied? Nein. Zeit für Sponsorwechsel? Nein. Okay, es compiled. Das ist doch schon mal was. Welcher Port war es denn jetzt letztendlich? 56817. Ja, das merke ich mir. Localhost 56817. Okay. Ich sehe noch keine Fehler. Das heißt, ich kann Zeug hinzufügen. Warum kann ich Zeug hinzufügen? Das habt ihr vielleicht noch nicht ganz gesehen. Was ich hier habe, und das ist das gucken wir uns dann gleich an, diese Komponente, diese Audiolist-Komponenten. Gucken wir uns hier den anderen Teil an, den ihr gesehen habt, nämlich was passiert hier? Ja, wir haben hier im Code gesehen, das ist meine Favorite List Component. Und wir sehen, ich meine, ich kann euch das Template noch zeigen, Favorite List Component, HTML. Da seht ihr prinzipiell an dieser Stelle hier, ja, da ist eine Liste von Favorites. Das ist der Selektor, auf den ich gerade gebunden habe.
Ich nehme mir quasi dort mit dem NG vor, ich mache hier ein Async drauf, dann kriege ich also die Liste der Favorites, dann nehme ich mir den Favorite hier raus und dann zeige ich hier wunderbar Zeug an und wenn ich auf diese Mülltonne drücke, dann habe ich hier diese Toggle-Funktion, die aufgerufen wird. Was passiert bei dieser Toggle-Funktion? Es wird einfach diese Toggle-Action, die wir ja eben auf dieses Favorite-Item gelegt haben, falls ihr euch erinnert, wird einfach dispatched. Bedeutet also, wenn ich hier drauf drücke auf diese Tonne, verschwindet hier das Ding und der State wird geupdatet. Vielleicht an dieser Stelle zeige ich euch noch einmal das Time Travel Debugging. Ja, ich habe jetzt hier viermal Favoriten hinzugefügt, zwei Favoriten entfernt und was ich theoretisch machen könnte, ich kann quasi in der Zeit zurückreisen, bumm, als hätte ich diese letzte Remove Favorite Aktion nicht gemacht und wir sehen, der State resettet sich automatisch. Und ich gehe noch einen Schritt zurück und wir haben wieder alle vier und ich gehe noch einen Schritt zurück und noch einen Schritt und noch einen Schritt und noch einen Schritt und wie, als hätte ich nie was gemacht. Ja, so ist quasi so diese Idee von diesem Time Travel Debugging. Da kann ich quasi in dieser Timeline sehen, wie sich mein State Stück für Stück geändert hat. Ich sehe hier in diesem Debug Tool, was ich denn geändert habe. Ich kann auch mal das komplette, also hier sehe ich, es gibt ein Diff von dem Gesamttree und dann sehe ich, okay, hier wurde ein Item entfernt. Tolles Tool. Tolles Tool. Ja, es ist cool am Anfang, insbesondere am Anfang, wenn man startet zum Debuggen. Wie gesagt, hatte jetzt noch nicht so den Anwendungsfall, dass ich jetzt mit mehreren Leuten über diesem Ding gehangen habe, irgendwie eine Kopie davon geschickt habe, der replayed das, war hatte ich nicht, aber jetzt habt ihr es auch mal gesehen, ja. Cooler Shit. Bis dahin sehen wir es und haben es hoffentlich verstanden, wie wir diesen Kreislauf jetzt rund machen. An dieser Stelle zeige ich noch eine Sache, nämlich hier oben hatte ich jetzt einen lokalen Selektor. Den habe ich hier geschrieben. Wenn wir hier hingehen, können wir den auch kurz einmal ins Leben rufen. Ich habe hier ein Ding geschrieben, Select Favorites, und was das tut, ist, es selectet die Audio Favorite Items und dann sortiert es die nach ID. Das ist ein bisschen cooler, dass die Liste sich nicht immer neu sortiert, weil ich da immer ans Ende dranhänge. Und so habe ich hier zum Beispiel beispielhaft, sage ich mal, so einen neuen kleinen lokalen Selektor, der nicht exportiert ist, hier drin. Und jetzt sind diese Dinge halt immer nach ID sortiert. Und was ich halt nachher tun würde bei dieser Favorite List Component, wenn ich jetzt ein zweites Modul hätte, das ebenfalls so einen Selektor bereitstellt, könnte ich einfach einen Selektor schreiben, der einfach diese beiden als Input nimmt, die Listen konkateniert oder vielleicht sortiert oder vielleicht möchte ich in dieser Liste das Ganze noch einmal aufbereitet haben, dass er noch eine Caption drüber macht, so Books und Audios und was auch immer. Ihr könnt machen, was ihr wollt und all das passiert lokal hier drin, in diesem File, wo die Favorite List ist. Und das finde ich sehr neat. So, auf jeden Fall seht ihr hier hoffentlich, gut, die Komponente tut nicht viel, aber die ist relativ simpel. Ich habe hier mein Lesen aus dem Store, ich habe hier unten eine Action dispatched. Cool, easy. Ich weiß nicht, warum das Ding auf on push steht. Wurde wahrscheinlich falsch generiert, keine Ahnung, aber das Ding können wir auch problemlos auf on push stellen. Cool, das war das. Jetzt müssen wir noch schneller werden. Nämlich alles, was ich euch bisher gezeigt habe, war offline. Wie ihr seht, ich habe hier keine tollen Requests, kein gar nichts. Ich benutze einfach den ganzen Kram. Ich klicke hier drauf, das Ganze funktioniert. Easy peasy. Ja, geil. Was passiert online? Was passiert in der Real World, wenn ich eine API habe, wo die Scheiße herkommt? Ja, wenn ich die Sachen updaten muss und so weiter. Das sind die Fragen, die ich mir stellen muss. Und die Antwort darauf ist Effects. Asynchrones Verhalten. Navigieren. HTTP-Requests senden. Vom WebSockets was empfangen. Ist ein Seiteneffekt. Das ist nicht mehr pure. Und die Frage ist, wie bringe ich das in unser System rein? Dafür gibt es das Paket NGRX Effects. Das heißt, ich füge in meinen Kreislauf noch so eine Art, sieht man auch schön, ja, so einen Seiteneffekt dazu. Und dafür gibt es Effects. Und was tun diese Effects? Die Effects, wie man hier unten sieht, arbeiten auch mit den Actions, kriegen eine Action, machen was Asynchrones und wenn sie fertig damit sind, dispatchen sie eine Action. Und diese Action wird dann vom Reducer aufgefasst, updatet den State. Und das Coole ist, dass an all diesem ganzen Kram, den wir jetzt gebaut haben, müssen wir prinzipiell nichts ändern. Ja, wir haben alles. Wir haben die Actions, wir haben unsere Komponente, den Selektor, alles funktioniert. Und jetzt kann ich sagen, ich will diese Favoriten aber vom Backend laden, ans Backend schicken. Kein Problem, ich baue einen Effekt dazu und habe natürlich einen Service schon geschrieben. Und dann fließt das in den Store rein. Gucken wir uns gleich an. Dazu, und jetzt ist das Ding, das kommt mir leider viel zu kurz, weil wir viel zu wenig Zeit dafür haben, der NGRX Component Store. Jeder beim
bei uns, ja, bei Thinktecture, dem hängt das Thema wahrscheinlich schon fast zum Hals raus, weil ich total auf diesen Component Store abgehe. Weil der Component Store ist absolut undervalued. Der kam halt relativ recently dazu. Und was dieser Component Store tut, ist, er gibt mir ein Store-like Interface auf dem lokalen Level. Was mir vorher viel begegnet ist, ist, wenn ihr euch an dieses Bild zurückerinnert am Anfang, wo man quasi diesen Component State hatte. Ja, ich mache mal kurz nochmal diese Steam-Webseite auf. Ja, was ich am Anfang viel gesehen habe, ist, dass wir diesen globalen State nehmen, ja, diesen globalen Store und dann so Sachen wie zum Beispiel, welches Spiel ist gerade geladen, welche Beschreibung hat das Ding, spielt dieser Videoplayer, all das haben die Leute in diesen globalen Store gepackt. Das ist nicht Sinn der Sache. Dann habt ihr nachher so einen fetten Store, so fette Reducer und dann wisst ihr gar nicht mehr, welche Property gehört überhaupt zu welcher Komponente. Das hier ist so ein Video am Spielen. Welches Video ist geladen? Was ist der Titel und so weiter? Upsala, das sollten wir nicht abspielen. Ich kenne das Spiel auch nicht. Da bin ich nicht gesponsert, ja. Aber wenn Valve zuhört, ja, hallo. Auf jeden Fall, das ist lokaler State. Wo mache ich diesen lokalen State hin? Der gehört in die Komponente rein. Aber ich finde doch Store so geil und Reaktivität so geil. Warum sollte ich an der einen Stelle irgendwie synchron den Shit halten, an der anderen Stelle nicht? Das heißt, ich müsste mir einen Service bauen und so ein Subject in a Service Pattern. Und prinzipiell ist dieser Component Store Subject in a Service Pattern on Steroids. Das gibt mir quasi einen lokalen Store-like Interface, das ich benutzen kann. Implementiert das für mich und ich kann es mit dem Original Store verbinden, indem ich Selektoren kombiniere. Und dieser ganze Kram wie Subscriptions oder dauerhafte Subscriptions, Updates, kann ich quasi genauso ähnlich machen, wie wir das jetzt gesehen haben, nur eben in ganz kleinem Level auf Component-Ebene. Und das ist was, ihr könnt diesen Component Store, ich weiß nicht, ob ich dazu noch was erzähle, ich hoffe schon, ihr könnt diesen Component Store jetzt sofort, wenn ihr Bock habt und öfter mal so ein Subject in a Service Pattern nehmt, könnt ihr problemlos in euer Projekt einbinden. Der hängt nämlich nicht an diesem ganzen Store-Kram drin. Das ist einfach nur prinzipiell ein File mit 100 Zeilen Code, der einfach nur dieses Subject as a Service Pattern für euch clean implementiert. Und dann könnt ihr zum Beispiel, dass ihr so eine User-Klasse habt mit quasi den ganz vielen verschiedenen Sachen, die ihr noch dafür braucht, jeweils in ein eigenes Subject zu packen, könnt ihr in ein State-Objekt packen und könnt dort auch mit Selektoren arbeiten und so ein Kram. Ich bin ein Riesenfan von Component Store. Wenn das Ding zu groß wird, teilt es einfach auf in 6 Component Stores. Habe ich auch schon gemacht. Die können miteinander über die Public-Selektoren kombinieren, kommunizieren, machen. Geiler Shit. Ich liebe Component Store. Wenn ihr eine Sache mitnehmt und findet Store scheiße, guckt euch Component Store an. Ich benutze das auch für lokale Komponenten. Eine Tree View zum Beispiel, ja, habe ich oben sitzen den Component Store an meiner Host Tree Komponente, also an der Root Tree Komponente. Und da sind die ganzen Items drin. Da wird das Ding rekursiv gerendert. Wenn ich irgendwas aufklappe, bumm, geht hoch an den Store und der spielt das runter. Und das ist alles in dem Component Store. Ja, sehr viel mache ich damit. Cooler Scheiß. So. Zuerst wollen wir schnell noch einen Effekt machen, dann einen Component Store. Ich hoffe, das kriegen wir hin. Ich hoffe, es tut mir leid, wenn es ein bisschen drüber geht. Ich versuche so schnell zu machen, wie es geht und doch noch so viel zu erklären, wie ich kann. Es ist ein cooles Thema und das Wichtigste, das ich mitnehme, was ihr mitnehmen sollt, ist, packt nicht alles in den Store. Guckt euch Component Store an für lokalen State. Wenn ihr das alles kombiniert, saubere Architektur macht Spaß. Ja, am Anfang wird es eine kleine Umstellung, aber es ist guter Shit. So. Gucken wir uns erst Effekt an. Wie ich schon erzählt habe, Effekt, ja, die hängen prinzipiell in der Pipeline so dran, dass hier unten ist die Komponente Dispatch eine Action, Effekt reagiert auf die Action, macht irgendwas Asynchrones, könnte auch navigieren sein, scheißegal, und im cleanen Fall dispatcht es wieder eine Action und das kann dann wieder vom Reducer aufgefangen werden. Wunderbar. Ja, Component Store hängt lokal in der Komponente, Effekts hängen, wenn ihr das Paket installiert, in dem. Ihr müsst natürlich auch aufsetzen, ja, was ich, Effects-Module, bla bla, for root, ja, bumm, steht in den Docs. Ist für asynchronen Shit. Und das gucken wir uns an. Und jetzt hoffe ich, dass ich Audio-Effekte habe. Habe ich nicht. Und glücklicherweise, ja, habe ich mich auf so einen Case vorbereitet und habe hier schon Online-Key. All unsere Arbeit weggeschmissen, ja. Denn ich habe wahrscheinlich ein bisschen zu viel gelöscht und jetzt können wir das Ganze uns nochmal angucken, weil jetzt gibt es Audio-Effects. So, an dieser Stelle nochmal, wenn ihr euch das Ganze anguckt in dem Tree, ich habe für jedes dieser Komponenten einen eigenen
Pfeil. Ja, wenn wir hier eins so drüber gehen, ich mache dann immer gern in das Modul, ich habe hier mein Audio-Modul, da ist ein Ordner State und in dem State-Ordner habe ich für jeden dieser Komponente aus diesem Store-Universum habe ich quasi einen eigenen Pfeil. Und wir sind jetzt in dem Effects-Pfeil. Was ist so ein Effects-Ding? Das ist prinzipiell nichts anderes als ein Service, der den asynchronen Shit macht. Ihr seht, ich habe hier quasi eine ganz normale Klasse, die ist injectable, die wird dann nachher in dem Modul für uns provided, ist alles schon aufgesetzt und das ist alles. Das Einzige, was ich hier tue, ist an dieser Stelle, ich nehme mir jetzt quasi, ich schreibe jetzt so einen Effekt. So, das Erste, was wir tun wollen, ist prinzipiell, wir wollen vom Backend diese Favorites laden. Dazu brauche ich natürlich eine Action, auf die ich reagieren kann. Das heißt, wenn wir jetzt auf die Audio-Actions gehen, möchten wir idealerweise hier noch eine Action hinzufügen. Und zwar eine Action. Oh, Tonaussetzer. Ich hoffe, ihr habt das noch alles gehört. Eine Action möchte ich hinzufügen. Die heißt dann sowas wie Load Favorites, beziehungsweise Load Audio Favorites. Und das ist ganz einfach eine Action, die sagt einfach nur Load Favorites. Ja, das da ist jetzt nicht die schönste Hygiene, aber drauf geschissen. Ja, ich versuche es ein bisschen zu beschleunigen. Denn ich merke, dass auch 90 Minuten für dieses Thema doch recht knapp bemessen sind. Ich habe eine Action hinzugefügt. Diese Action hat keinen Payload, wie ihr seht, weil was will ich machen? Ich brauche keinen Payload. Ich will einfach die Actions laden. Das heißt, wir gehen wieder zurück in diesen Pfeil und sagen, wie sieht so ein Effekt eigentlich aus? Ein Effekt ist im Endeffekt einfach nur hier so eine Property auf meinem Service. Und den nenne ich jetzt Load Favorites und weil es ein Observable ist, mache ich den hier. Und dann kann ich sagen, create Effect. So. Create Effect erwartet eine Function, die dann asynchronen Kram macht für uns. Ja, und was ich dann tue ist, es gibt hier unten von NGRX bereitgestellt diesen Action-Stream. Und was auf diesem Action-Stream kommt, das ist quasi ein Observable von Action. Ja. Und was ich dort machen kann, ist, ich kann mich dort drauf subscriben und hier ist jetzt der erste Teil, wo ich wirklich so ein bisschen mit AX.js in Berührung komme. Ja. Das heißt, der einzige Teil an diesem ganzen Ding, wo ich AX.js dann wirklich brauche, ist prinzipiell hier in diesen Effects. Und was tue ich? Weil es asynchron und es hat sich herausgestellt, dass AX.js ziemlich geil ist für asynchronen Kram. Deswegen machen wir das hier. Und dafür gibt es noch eine tolle Methode, weil was jetzt passiert ist, ich kriege hier alle Actions. Auf diesem Stream, jedes Mal, wenn irgendwo eine Action dispatched wird, kriege ich die. Ich möchte natürlich jetzt nur auf eine Action reagieren. Dafür gibt es für uns schon quasi so einen Filteroperator, der heißt in dem Fall OffType und kann ihm sagen, was für eine Action will ich eigentlich? Die heißt Load Audio Favorites. Und wenn die kommt, geht das Ganze weiter. Was möchte ich denn tun, wenn so eine Load Audio Favorites Action kommt? Ganz einfach, ich sage SwitchMap. Jedes Mal, wenn so eine Action kommt, möchte ich Kram laden. Was möchte ich laden? Ich sage einfach this.audioService, den habe ich hier auch schon vorbereitet und kann einfach sagen, ich glaube, gut, ich habe einmal Load und Load Favorites. Hoffen wir einfach mal, dass es Load Favorites ist. Ja, gucken wir gleich rein, was das Ding tut. Und ich glaube, mir fehlt noch eine Klammer. So. Gucken wir mal gerade da rein. Ja, das sieht gut aus. Was macht denn die Load-Methode? Gibt es die überhaupt? Ja, die gibt's. Ah, wahrscheinlich lädt das eine alles und das andere nur die Favorites. Ne? Das heißt, wir wollen die Load Favorites. Das ist also gut. Ja, passt. So, und jetzt habe ich gesagt, ja, so eine Action, was sie tut, ist so ein Effekt. Der kriegt eine Action, in dem Fall Load All Your Favorites. Und was er tun soll, ist, er soll eine neue Action dispatchen. So, das heißt, was wir tun, wenn das Ding hier erfolgreich ist, wovon wir jetzt ausgehen, wir arbeiten im Moment mal nur auf dem Greenfield Case, dann können wir am Ende sagen, alles klar, wir möchten eine neue Action dispatchen. Das heißt, wir nehmen jetzt einfach mal Map2 und sagen, was soll er rausgeben? Nenne ich eine weitere Action. Die nennen wir dann Load Audio. Oder weißt du was? Wisst ihr was? Wir machen das anders. Wir brauchen eine Action, die dispatched wird, wenn das Ganze da ist. Ja? Und diese Action ist dann in den Audio Actions.
Und was ihr dann öfter finden werdet, ist eine Success-Action und eine Error-Action zum Beispiel. Und in dem Fall hier will ich gerne eine Load Audio Favorites Success. Create Action Load Favorites Success. So, ja. Was das tut ist, ihr müsst ja darauf reagieren können, was passieren soll, wenn ein Ergebnis rumkommt. Und bei dieser Load Favorite Success Action, die wird dann ein Payload haben. Und zwar ist dieser Payload dann natürlich die Audios, die wir geladen haben. Das heißt, wir gehen hier hin, sagen nochmal einen Payload, der ist Audios, Audioliste, wunderbar, prima, Funktion, bumm. Das ist dann die Action, die wir dispatchen, wenn wir die Antwort gekriegt haben vom Backend. Ja, und jetzt ist es quasi scheißegal. Ja, ich kann diesen Effekt schreiben, wie ich will. Ob da was von WebSockets kommt, ob die Action kommt, scheißegal. Was ich tue ist, wenn so eine Aktion kommt, sage ich, dispatch mir diese Action und dann kann der Reducer nachher, wenn wir den schreiben, darauf reagieren. Eigentlich hätte ich das Ding wahrscheinlich schon schreiben können. Aber egal. Das heißt, was wir hier tun ist, wir machen Map2 auf Load Audio Favorites Success. So, vielleicht. Ich fände es unglaublich cool, wenn der Code gerade formatiert werden würde. Das heißt, wir machen das kurz einmal selber, weil unter Umständen habe ich den Überblick verloren. Wir haben Off-Type, alles klar. Dann kommt das Ding rein. Wir kriegen SwitchMap, alles cool. SwitchMap, wenn SwitchMap erfolgreich ist, sprich hier ein Ergebnis rauskommt, das Ergebnis ist diese Liste der Favorites. Stimmt, ist auch ziemlich dumm dann an dieser Stelle, den hier zu machen, weil was ich eigentlich will, ist wirklich eine Map-Funktion. Ich möchte quasi, ich kriege diese Action, ich switch-mappe auf die Load Favorites. Aus dem Load Favorites, was ich rauskriege, ist die Liste der Favorites. Ja, das heißt, ich kriege hier die Favorites und was ich dann machen möchte, ich möchte diese Action dispatchen. Das heißt, wir machen hier Load Audio Favorites Success und geben dem rein, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe es Audios genannt, Favorites. So. Ich glaube, so ist besser. Machen wir das noch zu. So, so. Genau. Und jetzt sieht das Ganze ein bisschen schicker aus. Genau. Was passiert ist, Action kommt rein, ich mache meinen Request, kriege eine Antwort, ich dispatche eine neue Action, wo diese Favorites drauf liegen. Das Einzige, was ich jetzt noch machen muss, ist, ich muss auf den Reducer gehen und sagen, was passiert denn bei dieser Load Action? Ja, ganz einfach. Wir sagen an dieser Stelle wieder on, was ist ich, on load audio favorites success. Wenn also die Success Action kommt, sage ich, alles klar, was machen wir? Wir kriegen den State, wir kriegen die Audios. Was wollen wir tun? Wir returnen einen neuen State, wie ich eben gelernt habe, ja, und sagen, die Favorites werden einfach ersetzt durch die Audios. So. Und dann mache ich das Ding zu und das Ding zu und ein Komma und schon habe ich diese Action und diese Dinger müssten vom Backend geladen werden. Das Problem ist, ich merke, wir haben so langsam wirklich keine Zeit mehr. Dasselbe Spiel passiert hier unten auch. Ja, ich habe hier Add Favorite, Remove Favorite, passiert dasselbe. Ich kriege hier eine Action rein. Ich mache einen asynchronen Request. Zum Beispiel auf dem Audio Service habe ich ja noch weitere Methoden, zum Beispiel Add Favorite, Remove Favorite, egal. Und wenn das erfolgreich ist, dispatche ich eine neue Action und kann im Reducer dann diese Action hinzufügen. Ich denke, das haben wir jetzt oft genug gesehen, wie ich Reducer schreibe. Was also hier dann passieren wird in diesen Audio-Actions, dort werdet ihr sehen, dass ich auch hier für eine Success-Action und hier für eine Success-Action mache. Das heißt, um euch das einmal noch zu zeigen, wie das Ding dann rund läuft, habe ich auch hierfür einen Branch vorbereitet, nämlich er heißt Online. Na, ne, wir haben ja das Start irgendwo, machen wir hier mal auf. Gucken wir mal kurz in den Audio Actions File. Wir sehen also, ich habe jetzt hier ein Load Audio Favorites, das ist die, auf die der Effekt reagiert. Und dann habe ich ein Load Audio Favorite Success, das ist, was ich tue, wenn ich die Antwort kriege. Dasselbe passiert hier, dasselbe passiert hier unten. Und wenn ich jetzt noch den Reducer angucke, sehen wir hier auch, okay, bei den Success-Dingern mache ich jetzt. Das heißt, ich habe diese Actions, die wir vorher hatten, ausgetauscht durch diese Success-Actions. Und der Rest der Applikation musste nicht angefasst werden. Ich musste die Komponente nicht anfassen, musste gar nichts anfassen. Ich musste nur den Teil anfassen, der relevant ist. Nämlich, ich schreibe Effects dazu und ich tausche die Actions aus. So, das wären Actions. Das Problem ist,
Ich könnte jetzt richtig hart überziehen, euch noch das zeigen, was mir schon fast am wichtigsten ist, aber ich wusste, dass es knapp wird. Wichtig ist, dass ihr wisst, dass Components so existiert und ich euch den auch noch zeigen kann. Denn ich habe natürlich diese Audio-Liste. Diese Audio-List-Component, die ist ebenfalls sehr, sehr clean. Die sagt nämlich nur, lade das Zeug und hier unten schick die Toggle-Action raus. Das ist diese Audio-List. Und eine Sache, die ihr hier seht, ist, ich habe hier provided, lokal auf der Komponente, den Audio-List-Store. Und das ist ein Component-Store. Und das Coole daran ist, wenn ich den so provide, wenn die Komponente stirbt, ich also in meiner Applikation hier wegnavigiere, dann wird dieser ganze Kram zerstört und ich muss mich nicht um Memory kümmern. Wenn ihr diese Audioliste in euren normalen Store reinladet, dann müsst ihr natürlich idealerweise beim Verlassen davon vielleicht diese Audioliste clearen, sonst habt ihr ja, was ich, noch Memory, das ihr gar nicht braucht. Oder ihr müsst sowieso, wenn ihr dahin geht, vielleicht eine neue Liste von Audios laden, die noch gefiltert sein könnte oder sonst irgendein Kram. Und vielleicht wollt ihr nur das Filtering lokal storen, aber die Daten müssen ja fresh sein. Das heißt, ihr könntet vielleicht in den globalen Store schreiben, wie ich denn gerade die Audioliste gefiltert habe, wenn es ein Requirement ist, dass jedes Mal, wenn ich die Audioliste lade, dass da die Filter noch drin sind. Das halte ich für unwahrscheinlich, kann ja gerne resetten. Scheißegal, weil das gehört meiner Meinung nach hier oben in den State von der Route. Aber ihr könnt all diesen Kram, den ihr hier jetzt seht, der steckt bei mir in dem Component Store. Und was ich an dieser Stelle jetzt noch tue, ist, ich möchte euch eine Sache zeigen, wie so ein Ding aussieht. Ich würde das gerne im Detail machen, weil wenn ihr da jetzt drauf guckt, sieht das halt sehr kompliziert aus, aber es ist total simpel, weil den ganzen Kram haben wir schon gemacht. Es gibt nur einen Unterschied, nämlich Component Store nimmt eine kleine Abkürzung. Ein Component Store hat nämlich keine Actions und Reducer, sondern Component Store kombiniert Action und Reducer schon zu einem Updater. Und das heißt, was ich hier habe, ist ganz normal. Ich habe hier oben mein Audio-List-State. Was ist es? Eine Liste von Audios. Das ist, was ich anzeigen möchte. Wie kriege ich diese Liste aus meinem State raus? Ich schreibe eine Selector-Function. Ja, wir sehen, dieser Audio-List-Store ist ein injectable Service, den ich lokal provide. Und der Extended Component Store, und ich gebe ihm noch mit, welche Art State da drin ist. Und dann bietet er mir die Funktion Select Updater Effect. Und noch zwei andere. Und mit Select ist dasselbe Prinzip. Ich gebe Select, er kriegt eine Funktion, dort kriegt er den State, in dem Fall den Audio List State, da ist eine Property Audios drauf, ich möchte die Audios runternehmen. Mache ich. Easy. Ich möchte Audios setzen, kein Problem. Ich schreibe den Updater, das ist quasi der Reducer Function. Was mir dieser Updater tut, ist, er generiert mir eine Function, Set Audios, da habe ich die gebunden. Nimmt als Parameter eine Liste von Audios, das kann ich bestimmen, was hier steht. Ja, ich könnte auch sagen, dass ich add Audio, dann hätte dieser Updater hier nur ein Audio. Und da generiert mir eine Function daraus. Was macht diese Function wie jeder Reducer auch? Sie kriegt ein State, sie kriegt ein Payload, sie gibt mir einen neuen State. Das macht Set Audios. Effekt, selbes Thema, quasi, mit ein bisschen trickreich. Deswegen, ich hoffe, bald einen zweiten Teil machen zu können, nur über Component Store, weil Component Store ist cool. Und ich hoffe, ihr wollt es sehen. Weil ich finde, Component Store ist für mich wahrscheinlich dieses Jahr das revolutionär Beste, was ich in mein Development, in mein Engineering mit reingenommen habe. Ja? Das heißt, an dieser Stelle, Effects funktionieren so ähnlich, machen dir eine Methode, die ich auch synchron aufrufen kann. Aber was dann passiert ist, ich habe hier drin den asynchronen Kram. Das heißt, ich habe hier diese Load-Methode, die kann ich aufrufen. Wenn ich die aufrufe, macht der im Hintergrund für mich ein Subject, das wird einmal getriggert. Gucken wir also noch einmal kurz auf die Komponente. Ich sage hier audiolist-store.load, dann triggert hier einmal mein Subject und ich kann quasi Zeug machen. Ja? Das heißt, an dieser Stelle habe ich quasi diesen asynchronen Teil komplett versteckt in meiner Komponente. Ja, ich kann hier einfach nur, ich sage ganz synchron, rufe ich den Aufruf load. Ich könnte ganz synchron sagen set audios. Und was passiert ist, aus meinem Selektor audiolist, den zeige ich euch gleich, fließt das automatisch raus. Ich kann hier unten auch mit diesem Store lokal interagieren. Also wenn ihr eine Sache macht, guckt euch Component Store an. Ihr könnt den sofort, wenn ihr wollt, in euren reaktive Applikation einbinden, ohne irgendwelche Dependencies, nix. Gut. XJS vielleicht. Na, also an dieser Stelle wieder, wenn ein Load kommt, mach ein Switchmap auf das Load,
Ich kriege Audios, Set-Audios und aus diesem Selektor fließen automatisch neue Audios. Eine Sache, die ich noch mache und die ist mir sehr wichtig, View Model Selector. Ich habe hier diese Audio-List, denn ich muss wissen, und das ist der Knackpunkt an dieser Stelle, ich muss wissen, ob so ein Audio ein Favorite ist oder nicht. Die Single Source of Truth im Backend ist, ich habe irgendwo eine Liste der Favorites liegen, weil ich ja in meinem Fall architektonisch mehrere verschiedene Typen von Favorites haben könnte. Könnten Stücke Brot sein, ja, könnten Bücher sein, könnte was auch immer sein. Scheißegal, ich will ja alles möglich favoritisierbar haben. Ja, wenn ihr euch einen Online-Store denkt, gibt es ja Items verschiedener Kategorien, die Favoriten sein können. Das heißt, diese Wahrheit, wer ein Favorite ist, steht wahrscheinlich irgendwo in so einer Favorites-Table. Was ich also tue, ich habe ja in meinem Audio-Modul die Audio-IDs, die schon Favoriten sind. Was ich also tun möchte, ist, um den State zu duplizieren, und das ist der Punkt hier, ich merge den State an dieser Stelle. Und was ich hier bei diesem Selektor mache, meinem Audio-List-Selektor, ich nehme mir einmal meine lokalen Audios, das sind die, die ich gefiltert habe. Ja, ich könnte quasi sagen, ich habe dort noch Filter, was auch immer, alles steht hier in diesem lokalen Store. Und was hier reinkommt, ist, ich lade die Liste mit gepaged und dem Filter, das, was ich will, sortiert, schieß mich tot, scheißegal, ist alles lokale Information, das ist diese Audios-Liste. Die kommt schon sortiert, gefiltert, schieß mich tot raus. Und was ich dann mache, ist, ich nehme mir zusätzlich zu dieser Audios-Liste, nehme ich mir aus meinem globalen Store mit diesem Selektor die Liste der Favorite-IDs. Das Einzige, was ich tue, ist, ich gebe ihm eine Audioliste raus, die die Information trägt, ob das Audio ein Favorit ist oder nicht. Und das kombiniere ich hier. Recht simpel. Ich sage, ich kriege halt einmal die Liste der lokalen Audios. Wie gesagt, könnte gefiltert, könnte irgendwas sein. Scheißegal. Ich kriege die Liste der Favorite-IDs aus meinem globalen Store raus, aus meinem Audio-Modul-Store. Und dann sage ich nur noch, alles klar, ich nehme mir ein Audio und sage nur noch, ist dieses Audio ein Favorit oder nicht. Und dann kommt hier aus meiner Komponente nur noch raus, die sortierte, gefilterte Liste mit was ist Favorit, was ist nicht Favorit. Und dann klicke ich auf den Toggle Favorite Button, die Action wird dispatched und ich muss hier gar nichts machen. Ich muss nicht, dann wird das neu geladen, dann wird das ersetzt, dann wird sonst irgendwas gemacht. Scheißegal, diese Komponente ist klein, die ist clean, die bindet das an die Async Pipe und ich drücke quasi hier drauf, die Action wird dispatched, es geht ans Backend, kommt wieder zurück. Mir egal, was da passiert mit Filtering und Sortieren und schieß mich tot. Und dieses Herzchen ist automatisch geupdatet. Und wenn ich hier drauf drücke, wird es auch geupdatet. Ja? Und ich könnte euch noch als Bonus zeigen, wie man Optimistic-Updates da reinbaut, weil das ist nur zwei Zeilen Code. Aber jetzt geht es langsam zu weit. Ich habe schon 6 Minuten überzogen. Das tut mir sehr leid. Ich danke schon mal an all die, die bis dahin durchgehalten haben und all die, die überhaupt zugeguckt haben. Store ist ein richtig geiles Thema. Guckt es euch an, es ist sehr viel, aber ich wollte euch nicht einfach mit dem ganz normalen Tutorial liegen lassen, das ihr sonst online findet, sondern ich wollte euch so viele Informationen mitgeben, dass ihr die richtigen Entscheidungen treffen könnt. Das heißt, ich fasse noch einmal kurz zusammen die Punkte, die ihr mitnehmen solltet. Keine genesteten Daten im Store. Denkt drüber nach, was geht in den Store, wie geht es in den Store. Ja? Denkt drüber nach, wie kann ich es effizient storen, um die Informationen nur zu haben, die ich brauche. Rest kann ich in Selektoren machen. Benutzt den Component Store für lokalen State, weil das ist geiler Shit. Keinen State duplizieren. Ja, es gibt Derived State. Ich kann State ableiten und umwandeln mit Selektoren. Packt euren Store in Feature-Module. Teilt das auf, dass es schön gescoped ist und benutzt Selektoren bis zum Verrecken. Selektoren sind so powerful, macht den Kram. Und idealerweise versucht ihr seltenst auf Selektoren zu subscriben, weil aus den Selektoren sollte das rausfließen, was in meiner View angezeigt wird. Und dann mache ich die Async-Pipe on-Push. Ich bin performant, es ist geil, ich muss mir keine Gedanken machen über Seiteneffekte, es läuft. Und Komponenten schreiben wird dann so einfach. Aber es ist ein Riesen-Commitment. Wenn ihr Store macht, reaktiv macht, muss alles Store und reaktiv sein. Und das ist da, wo ihr euch hoffentlich irgendwann auch hinbewegt. Weil wenn ihr das macht, habt ihr keine Seiteneffekte. Es wird alles gut, man kann alles argumentieren, wie die Daten fließen. Nochmal vielen Dank. Ich gehe zurück an Marco für das Outro. Ich gucke mal noch ins Q&A. Marco, nimm mir ein bisschen Luft. Ja, ich bin auch schon ein bisschen schwindelig von der Geschwindigkeit, die zum Schluss immer weiter angezogen hat. Wir haben durch das Überziehen jetzt wahrscheinlich eh wenig Zeit fürs Q&A. Guck mal auf die Fragen,
Die sind relativ detailliert, finde ich, wo du vielleicht sagst, dass wir das im Nachgang per E-Mail beantworten, weil das sonst den Rahmen hier sprengen würde. Vielleicht die Frage von Steve, die können wir wahrscheinlich relativ schnell beantworten, aber das andere sind schon konkrete Beschreibungen, finde ich, von der Situation, wo man jetzt anfängt, Architekturdiskussionen zu führen, oder? Wie siehst du es? Ich müsste die Fragen erstmal lesen. Das ist echt wahrscheinlich gute und geile Fragen, die ich wahrscheinlich per E-Mail beantworte. Aber an dieser Stelle vielleicht nochmal, wir machen ja bestimmt noch Expert-One-Ones. Ja? Also wenn Ferenc sich öfter mal mit SOAR beschäftigt, kann ich ihm gerne ein Expert-One-One nahelegen, wo wir dann auch gerne mal 20 Minuten über die Themen quatschen können. Aber ich werde versuchen, die Fragen nachzuziehen. Zum Falle Steve. Die Frage ist prinzipiell falsch gestellt, sage ich mal. Weil das ist eine Frage, die musst du dir prinzipiell nicht beantworten. Die Frage lautet, wenn sowohl als ein Effekt als auch der Reducer auf die Action reagiert, was zieht zuerst? Warum ist das meiner Meinung nach die falsche Frage? Die Antwort ist natürlich relativ simpel. Ja, ich meine, es ist hier theoretisch, da passiert nichts Asynchrones bei so einem Reducer. Ja, das Ding feuert, der Reducer updatet das, und wenn der Effekt was Langeläufiges ist, bevor der dann irgendwas tut, der blockt das andere ja nicht. Aber die Frage ist scheißegal, die Frage ist falsch gestellt, weil die Antwort ist, es interessiert dich gar nicht. Ja, du willst nicht irgendeine Architektur bauen, die darauf zielt, dass eins vor dem anderen kommt. Was du willst, ist, dass am Ende eine Action kommt, die das Ding updatet. Ja, du willst nicht, dass plötzlich zwei Actions einen selben Teil vom State modifizieren. Dann hast du nämlich genau diese Race Conditions und Inkonsistenzen, die du eigentlich gar nicht brauchst. Was du willst ist, du machst, sagen wir, du willst sowas wie, du hast eine lokale Action, sagen wir sowas wie Load Components. Und dann willst du quasi, dass diese Action schon mal Loading auf True setzt. Und irgendwann kommt dann Load Components Success oder Error. Und was die dann macht, ist, die setzt dann Loading auf False und updated den State. Könnte man machen. Ja, ich weiß dann daher nicht, wo die Frage herkommt, weil es dürfte dich nicht interessieren, wie das Ganze abläuft. Die anderen Fragen, wenn man viele Audios rendern will, mit ihren Kommentaren, dafür viele View Models baut, je einzelne Kommentare, wie kann man verhindern, alle Audio Comments View Models neu zu rendern, wenn ein Kommentar hinzugefügt, geändert wird? Wunderbar, TrackBy ist auf jeden Fall dein Freund, immer, ja, bei ng4 TrackBy ist auf jeden Fall dein Freund. Die Sache ist, du hast vollkommen recht, ja, wenn ich so ein, die Sache ist, ja, du kannst TrackBy auch dann auf dem Audio selbst verwenden. Ich würde immer die ID nehmen, wenn du kannst. Die Idee ist aber natürlich, die anderen Objekte, die du nicht angepasst hast, ändern sich ja nicht. Du baust die ja prinzipiell wahrscheinlich nicht neu. Aber wenn du dann natürlich zu neuen Objekten mergst in deinem einen Ding, dann würden die wahrscheinlich tatsächlich neu gerendert werden. Deswegen idealerweise irgendwie eine Art ID benutzen. Und dann bleibt dein DOM bestehen und dann ist es effizient. Ja. TrackBy ist sehr wichtige Komponente in dem ganzen Spiel. Ich versuche das vielleicht noch mal ausführlicher dann in einer E-Mail zu beschreiben, weil, wie gesagt, ich will die Leute nicht länger aufhalten. Vielen, vielen Dank. Wenn noch Fragen sind, Marco, du darfst noch einmal gerne auf Expert-One-Ones hinweisen. Ich bin auf jeden Fall dafür zu haben. Und ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Bitte gib mir Feedback. Ich weiß, es war viel. Ich hoffe aber, ihr habt ein paar Fragen beantwortet bekommen. Genau, mit der Mail, die das Video dann verlinkt und das Material, das Repo, was ihr jetzt gesehen habt im Schnelldurchlauf, werden wir euch nochmal ein Expert One-on-One anbieten. Das ist eine kostenlose, kostenfreie Geschichte, wo ihr den Yannick für eine private Session sozusagen bekommt, unter vier Augen über eine konkrete Situation, die ihr gerade habt in eurer Architektur sprechen könnt, weil es ist schwierig, irgendwas zu zeigen von eigenem Code, wenn irgendwie 100 Leute damit zuschauen, dann ist es ja eher ungünstig. Da werden wir euch noch eine Einladung zuschicken. Könnt ihr dann gerne wahrnehmen, könnt den Yannick dann mit euren Fragen quälen und ihn antworten lassen. Das kriegt ihr dann aber in der E-Mail. Dann Yannick, sage ich schon mal vielen Dank für diesen Schnelldurchflug durch die Welt Danke auch. von Geh Store duschen. und Component Store. Ich habe mitgenommen, Store ist nicht die Antwort auf alles. Component Store kann je nach Situation dann sinnvoll sein. Mehr dazu in hoffentlich einem zweiten Teil. Deswegen vielen Dank an euch und bis zum nächsten Mal.